Tag. Hey, du, was geht? Da hab ich mich schon wieder verlaufen. Wo muss ich denn lang? Ja, weiß ich nicht. Heb doch frag ich mal diesen Typen da. Heb doch dein Schwert hoch. Hallo, Sie, Sir. Ja, was? Können Sie mir helfen? Ja, was denn? Oh, Sie sind aber groß. Ja, ich bin sehr groß. Ich bin ein Koloss. Wenn du näher kommst, werden meine Augen rot. Herzlich willkommen zu Knall durchgenommen. Shadow of the Colossus. Huh. Sieh da. Man sieht's nicht. Jetzt. Man sieht's jetzt vielleicht. Jetzt. Achtung. Und jetzt von hier, jetzt musst du irgendeine langsame Bewegung machen, dass ich... Ja, nee, meistens ist es hier oben. Meistens musst du mir ins Gehirn stechen. Ja. Ich weiß nicht, das ist ja wirklich ein Zahnstocher. Ich wollte jetzt nicht echte Wunden beibringen. Das ist super. Aber wir wollen den Kolossi keine Wunden beibringen und tun es dennoch, Simon. Bis das schwarze Blut aus ihnen heraus spratzt. Sieht man das überhaupt? Das ist der kleine Mann hier. Vielleicht, ja. Doch, sieht man. Leicht. Das wäre Dark Souls. Herzlich willkommen, wir sind live. Es ist 3 Uhr, nachmittags. An diesem wunderschönen Mittwoch. Simon Kretschmer und Daniel Budimann begrüßen Sie zu der zweiten offiziellen Runde von Knaller durchgenommen. Shadow of the fucking Colossus. Dem Remake. Nicht dem Remaster, sondern dem Remake. Und damit auch schon danke für das Feedback unter dem YouTube-Kanal, Video. Habe ich noch gar nicht reingeguckt, aber das Spiel ist auf jeden Fall, das kann euch nur gefallen. Guckt euch das mal bitte an. Ja. Das läuft jetzt schon die ganze Zeit, während wir hier warten. Ja, das ist einfach mal der Screensaver. Da frage ich mich, wie lange läuft das? Endlos, es hat ja keine Ausgang. Und wann muss Argo mal eine Möhre essen? Es gibt nur Eidechsen. Ja, da muss er halt eine Eidechse essen. Aber das ist jetzt also knaller durchgenommen. Wir spielen jetzt den Screensaver durch. Ich könnte da wirklich, das hat schon was Meditatives. Ich könnte da schon eine ganze Weile lang zugucken. Es ist so ein bisschen, als ob du ein kleines Pferd hast. Ja. So wie das hier. Ja. Das ist halt wirklich, Alter, die Klasse. Ein kleines Pferd, ne? Hat er einfach ein kleines Pferd gebaut. Weil ich ihm gesagt habe, bau doch noch ein kleines Pferd und einen Ritter. Ja, hat er gemacht. Ja, das wird ihm lehren, nicht jeden Mist zu machen. Ich bin mir nicht sicher. Er meinte, es hat ihm auch erstaunlicherweise dann doch irgendwie Spaß gemacht. Wie Skyrim, guck mal, mit dem Pferd auf den Berg. Ja. Ui, ja. Besser als Red Dead Redemption, ey. Okay, wir müssen jetzt spielen. Ja, willst wir müssen du anfangen? Spielen. Komm, ich lege jetzt los. Also. Eine Bitte, ja, bitte. Die mich heute über Twitter erreicht hat, die ich gerne weitergebe und die ich ganz gut finde. Wir sollen nicht immer sagen, welcher als nächstes kommt. Mhm. Jetzt wissen wir es natürlich, weil wir da aufgehört haben. Aber wir sollen es nicht mehr sagen, um den Leuten die Überraschung nicht zu nehmen. Finde ich ist okay. Alles ganz klar. Berechtigt. Ja, auf Twitter also. Ja, ein völlig neuer Kommunikationskanal. Echt? Da geht's kaputt. Punk. Und weiter geht's. Ich hab dich angesprochen. Nein. Du warst ein Pferd. Ja. Und damit sind wir wieder zurück in den vergessenen Ländern. Forbidden Lands heißt es doch, oder? War das nicht so? Ja. Argo! Argo! So. Und wir kämpfen uns erstmal zu dem fünfter Koloss. Nee, fünfter ist es schon, den wir tatsächlich jetzt legen müssen. So viel können wir ja schon verraten. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele es wirklich am Ende sind. Waren es 12 oder bilde ich mir das nur ein oder waren es mehr oder weniger? Es waren 12. Aber das ist wirklich, ich habe auch gelesen, das Intro ist dann doch fast 1:1. Weil unsere, wir... Ich weigere mich, das so hundertprozentig zu glauben, nur weil es irgendwo jemand sagt, weil es gab ja viele Versionen. Es gab ja auch eine, also wir haben zum Beispiel, ich glaube sogar die japanische Version gespielt und ich bin mir 95% sicher, dass es
Hieroglyphen gab, Untertitel, Dinge, die gesagt wurden, die dann nicht übersetzt wurden, die erst nach erneutem Nachspielen. Mhm. Und mich wundert jetzt nicht, dass sie das nicht beibehalten haben, aber ich konnte mich nicht daran erinnern, dass so explizit genau gesagt wird, hey, hier übrigens, wir sind die Götter und da sind hier die anderen und mit denen habe ich Beef, weil die schulden mir noch Geld. Außerdem zahlen die seit Ewigkeiten ihre Miete nicht. kannst du die mal bitte... Ja. Also fand ich ein bisschen... Ja, doch. Also ist doch schade eigentlich. Aber vielleicht ist es schade, aber ich meine nämlich auch, dass es so war, weil es einen ziemlich großen Teil... In der Originalversion, glaube ich, schon. Genau, weil es einen großen Teil auch der Faszination ausgemacht hat. Aber es kann wirklich sein, dass es die japanische Version gewesen ist und wir deswegen einfach... Ja, aber wir können ja Hieroglyphen von Kenji-Symbolen unterscheiden. Ja, das stimmt, sind ja jetzt auch nicht völlig bekloppt. Diese, sind das Schmetterlinge oder dieses kleine Funkeln? Wahrscheinlich sind das Glühwürmchen. Das ist neu. Genau, das ist neu. Genau, wer gestern noch nicht mit reingeguckt hat oder die ersten, anfängliche Session von Shadow of the Colossus von uns hier gesehen hat. Es gibt so ein paar nette Neuerungen hier im Remake. Wir spielen gerade in der Performance, im Performance-Modus, das heißt butterweiche 60 Frames. Mm. Es gibt auch für die PS4 Pro einen Cinematic-Modus, das heißt, du hast da 4K-Support. Der uns ja hier ohnehin nichts bringt, den ihr auch im Stream nicht sehen würdet, Eidechse. Genau. Der aber an der Performance nagt. Ja, der läuft halt nur mit 30 Frames und wenn man halt einfach gerade 60 Frames irgendwie gesehen hat, dann will man auch nicht auf 30 Frames runtergehen. Das ist nee, wenn man es einmal gesehen hat, das ist once you go 60 frames, you never, never go 30 frames again. Ja. Und man kann verschiedene Farbfilter einstellen, mit denen man dann auch weiter spielen kann. Haben wir eigentlich einen aktuell? Ich glaube, wir haben einen aktiviert. Oder wir spielen schon seit einer ganzen Weile nicht mehr in den Original-Settings. Und ich muss zugeben, das macht auch ein bisschen Spaß, da mal hin und her zu schalten. Man vergisst es dann auch schnell wieder, erinnert sich und kann das Spiel nochmal visuell ganz neu erleben. Jetzt zum Beispiel würde ich es auf hell stellen. Ja, ich glaube, das ist schon sehr, sehr dunkel. Ne? Sehr, sehr dunkel gerade. Gucken wir mal, Filter ist klar. Oh, wir haben klar. Na gut, es geht ja noch warm, kühl. Es gibt einen hell. Ja, ich mach jetzt mal hell einfach, ne? Na, guck mal. Ein bisschen heller. Das war dumm. Jetzt mal wieder reinkommen, ne? Klettern mit Schwert in der Hand. Das kann doch nicht gut gehen. Ich stecke es weg. Oh, das ist so butterweich hier, wenn diese... Wenn es so am Beobachter vorbeizieht, die Wände so eng, kann man das wundervoll sehen. Ach, ich bin so gespannt. Oh Mann, ey. Wir haben es ja schon gesehen, ist trotzdem geil. Nee, Moment, ist das jetzt... Doch. Wie der Papagei gestern auf dem Klo. Da war ein Papagei auf dem Klo. Ich habe mit ihm gesprochen, ich habe wirklich versucht, Rocket Beans das Wort beizubringen. Er hat kein einziges Wort gesagt. Er hat mich die ganze Zeit nur angeguckt mit seinen stechenden, intelligenten Augen. Und ich weiß genau, er hat sich gefragt, was soll denn der Scheiß? Aber er hat sich geweigert, mit mir zu kooperieren. Das sah aber geil aus. Einfach ein Salto über die Kante und dann noch festhalten. Ja, ich muss mal gucken, was ich jetzt mache. Ich glaube, ich muss hier runter. Auf einen der anderen Türme. Ich weiß es, aber ich lasse dir gerne das Mysterium noch. Ja, lass mir das Mysterium bitte noch. Aber es ist ein tolles Tier, ne? Was ich mich gerade gefragt habe, wäre es nicht besser, wenn... von Anfang an alle Götter verfügbar sein, alle Kolosse, sage ich mal, verfügbar sein würden und man eben völlig frei, random rumlaufen kann und killen kann, wen man gerade will. Wäre auf jeden Fall ein modernerer Ansatz, aber gleichzeitig, also der Schwierigkeitsgrad, der müsste schon... Nö, du hast kein Pech, also wenn du... Er steigert sich ja leicht hier in diesem Spiel, aber eben auch nur... Man kriegt schon mehr mit durch die einzelnen Kolosse, wie es funktioniert, das stimmt. Aber... Alter, da ist der Weg ja eigentlich auch, sag ich mal, simpel. So ein großer Vogel. Man weiß ja, was die Entwickler von einem wollen. So ein großer Vogel. Ups. Oh, die Mucke auch. Das ist echt schön. Oh, das ist so schön. Ich will nicht eigentlich. Die Musik, auf wie sie wartet, bis es losgeht. Oh oh.
Wow! Geil! Alter, gar keinen Bock. Du hast ganz viel Ausdauer, keine Sorge. Ganz viel Grip noch. Ah, hast es. Also den möchte man wirklich nicht töten, oder? Das kannst du nicht machen, so ein edles Tier hinzurichten. Alter. Mach dich mal gerade, oh, Kollege. Ich glaube, jetzt kannst du laufen, ja. Das ist krass. Du machst gar nichts. Ich wollte einfach nur sicher gehen. Zwischen den Flügeln ist auf jeden Fall ein guter Ort. Ja, ich muss einmal kurz überprüfen, wo denn jetzt die Stelle ist. Wahrscheinlich oh, ist das toll. War das hinten am Schwanz? Ich glaube, ich muss mal rüberrennen. Sei nur, ja, jetzt dreht er sich, glaube ich, gleich. Okay, hier ist nichts. Da ist ja wirklich nichts, komisch. Musst du nicht das Schwert auspacken, damit was leuchtet, oder bilde ich mir das ein? Ich glaube, das müsste so erkenntlich sein. Wow. Ah, fett. Es war lustig, auch gestern Abend live haben Eddie und Trant Monster Hunter gespielt und wir hatten so einen sehr naiven, sehr oberflächlichen Vergleich gesetzt. Es fühlt sich ein bisschen an wie Monster Hunter, ohne selber Monster Hunter gespielt zu haben, also das Neue. Ja. Nur ohne diesen ganzen Loot-Shit. Monster Hunter ist schon, die Kämpfe sind schon ein bisschen komplexer, habe ich das ja, Gefühl. Ja, und auch ein bisschen hackeliger. Aber die hier sind dafür spektakulärer und, also wirklich, sowas kriegst du bei Monster Hunter glaube ich auch nicht so häufig. Ich muss nur mal checken, wo muss ich denn jetzt? Könnte sein, dass es am Flügelrand ist, nee, also auf der Seite, wo du drüber, dass du hier drüber laufen musst und dann am Rand. Also wirklich am... Ja, siehst du, und du musst das Schwert, glaube ich, echt in der Hand haben. Zumindest leuchtete es vorher nicht. Ah, der arme Kerl, mitten in den rechten Flügel. Alter, er dreht sich, ey. Ja, was soll er auch machen? Wow, es geht! Alter. Er findet mich mega scheiße. Du brauchst dringend Grip. Ja, ich kann nicht, ich halte mich einfach nur fest. Jetzt musst du schnell, jetzt Grip holen. Nein, nicht hauen! Alter. Warum denn hauen? Warum hauen, Budi? Wow! Warum? Warum hast du das getan? Aus Nervosität. Alter. Das ist eine gute Erklärung, die verstehe ich. Nein, jetzt verstehe ich auch zum ersten Mal, wie Leute meine Let's Plays gucken. Genauso wie ich jetzt gerade deine gucke. Nein, du Idiot! Warum? Why? Why? Ach ja. So ist das, ne? Suddenly Michael Jackson. ich habe ihn nur einmal getroffen. Aber das war schon ein guter Anfang. Jetzt ist er aber auch wirklich, jetzt hat er eigentlich keine Lust auf dich. Guck ihn dir an. Ja, aber er fliegt hoffentlich über mich rüber noch. Das wäre aber ganz schön dumm von ihm, wenn er sich jetzt nochmal reizen lassen würde. Er hat mich nicht gesehen. Aber vielleicht meinst du, er ist wieder cool oder was? Gute Frage, wo ist er denn? Fliegt er noch oder ist er gelandet? Kann ja auch sein, dass er. Nee, da fliegt er noch. Na gut. Ja, du. Ein bisschen vorhalten. Gute alte X-Wing vs. TIE Fighter Schule. Das fand ich beim Commander 3 fand ich das sehr schön, dass es dann so ein Zeichen gab zum Vorhalten. Quasi wie so ein zweites Fadenkreuz. Oh, oh. Hat er dich, oder? Nee. Na gut. Ich glaube, ich muss eh auf den Äußeren. Wir müssen etwas ganz anderes, lieber Daniel. Nein, doch nicht jetzt. Okay, dann nicht. Oh, oh, jetzt, nee, aber wirklich nicht. Wir können jetzt nicht in die Werbung. Doch, wir können in die Werbung. Okay. Der Budi hat's verkackt. Wir gehen jetzt kurz in die Werbung. Oh Mann, und ey. Dann wird es Budi schaffen. Er wird diesem Adler das Tauchen beibringen. Bis gleich. Tschüss. Aber Sekunde. Hier, dein Pferd, Budi. Wo ist mein Pferd? Ich setze mich auf mein Pferd. Dein treues Pferd, das wartet auf dich. Es ist nicht groß, aber es ist... Na, jetzt, ja, Moment. So, okay, wir reiten in den Sonnenuntergang. Okay, los geht's. Okay, das war nicht nur die schlechteste Pferd-Impression ever, sondern ich habe auch gemerkt, dass das Pferd falsch rumgehalten wird. Ja, du bist rückwärts geritten. So rum. Ja, das ist nicht so einfach. Ich habe noch nie ein Pferd besessen. Können Pferde rückwärts galoppieren? Nee. Die können auf jeden Fall rückwärts laufen, ja, aber, ja, aber so leicht, ganz lang, aber nicht ganz leicht. Der Galopp ist physisch für Pferde nicht für den Rückwärtsgang gedacht.
Denk mal darüber nach. Da kann man wirklich mal drüber nachdenken. Ja. Wir werden gleich ausprobieren, ob unser Pferd rückwärts reiten kann. Ja. Aber bevor wir das tun, erlegen wir erstmal hier diesen großen Garuda. Oder, die haben ja alle Namen. Ich kenne die alle nicht, ne? Ich Namen. Auch nicht, nee. Hier! Hast du gerade? Ja. Ich versuche. Ja. Hallo? Nein, das schaffst du nicht. Nee, ne? Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich einen Pfeil ins Wasser schieße? Oh, geil. Oh, Alter. Moment, steckt der Pfeil da gerade im Wasser? Wie, echt jetzt? Ja, tatsächlich. Kann man machen. Ja? Echt, also ein echter Jesus-Pfeil. Für ein Remake, ey, also. Nein, ist echt voll cool. Nein. Kein Problem damit. Okay, jetzt hat er dich im Visier. Jetzt hast du hast ihn auf jeden Fall wütend gemacht, glaube ich. Ja. Man sieht es an seinem roten Äuglein. Was sind denn das? Ach, krass, Alter. Das sehe ich jetzt erst. Das habe ich ja auch wirklich lange nicht mir angeguckt. Oh, oh. Alter. Mensch, Budi. Alter. Das Alter, ist super spektakulär. Alter. Könnte man den ganzen Tag dranhängen. Wenn die Ausdauer nicht wäre. Oh, toll, ey. Ha, Vorsicht, Budi. Ja, ich merk's. Ja, aber warum halt der? Ich merk's doch. Das ist nicht so einfach, wenn es... Ja, ich... Es ist ein Tier. Hast du... Ich bin ganz schlechter Backseat-Gamer. Jetzt willst du es aber auch echt wissen. Ne? Achtung, er legt sich in die Kurve. Ja, aber noch nicht richtig. Noch nicht richtig, das stimmt. Jetzt schaffst du es. Oh. Ja, du hattest recht, man muss das Schwert... Zack! Man muss das Schwert tatsächlich in der Hand haben, dann sieht man es erst. Okay, jetzt kommt der schwierige Part. Barrel Roll? Do a Barrel Roll, genau. Bitte jetzt nicht schlagen, sondern Energie. Genau, du machst es richtig. Der Budi macht denselben Fehler nicht zweimal. Deswegen würde er auch nicht nochmal eine Firma mit mir gründen. Oder irgendwas ankündigen. Oder, ja, genau. Oder irgendwie irgendwas tun. Achtung, oh. Alter, die Energie geht aber schnell weg. Auf dem Flügel. Alter! Das war voll. Bleib mal cool. Voll gemein gerade. Ich kann nicht. Ja, ich seh's. Du kannst echt. Alter. Du bist völlig unschuldig. Es ist nicht deine Schuld. Das ging aber jetzt schnell weg, die Stamina. Vielleicht musst du von dem Flügelrand wirklich weg zum Ausdauer holen und musst immer zum Rücken. Ist das wirklich der nächste Spot hier? Bei Dark Souls würde man jedes Mal sterben, zum Beispiel, wenn du einen Fehler machst. Ja. Ich will jetzt nicht. Gott, ich werde wie Eddie. Ich werde wirklich wie Eddie. Oh mein Gott. Ja. Hello, Darkness, my old friend. I come to talk to you again. Sehr gut. Ich bin wirklich gerade voll im Ben Affleck-Moment. Ich werde wie Eddie. Heißt das jetzt, ich muss auch alt werden, Rücken kriegen, rauchen und mich über alles abfangen? Ja. Aber ja. Dabei sehr lustig sein. Ja, das stimmt. Ich habe eben gesagt, er soll seine ganzen Moin-Moin-Stand-Ups, die ja nichts anderes sind als, es sind Sit-Ups, okay. Ja, aber okay, im Grunde ist es ein Stand-Up. Soll er einfach mal die besten Parts rausschneiden oder einen aus der Community bitten, dass er es für ihn macht und dann einfach auf Tour gehen. Ja. Bums, aus, Fallera, Ende Gelände hier. Luke Mockridge, there's a new player entered the game. So, nee, wirklich, weil der träumt doch davon, der soll es einfach mal machen. Alter. Ups. Das war gut, also, aber... Möglicherweise, ja, aber warum ist er denn nicht... Also, wieso denn ist er denn... Warum hat er denn nicht... So ein dummer Koloss. Er konnte sich nicht entscheiden, ob er links oder rechts ist, in die Mitte. Hallo? Was machst du denn da? Ich will eigentlich nur hoch. Ja. Wo ist er? Da ist er. Och, ey. Na komm. 100%ig getroffen. Du bist einfach nur wahllos irgendwo hin, ne? Ja. Hast du deine Kontaktlinsen verloren, Budi? Was? Ja. Versuche. Das ist ein Prediction-Shot. Ah, jetzt! Also er müsste doch mitkriegen, dass ihn jemand nervt. Das zumindest erreichen wir. Jetzt habe ich ihn erwischt. Also, jetzt wäre er auf... Oh ja, du kannst aufhören. Du kannst den Bogen jetzt wegstecken. Budi, es ist... Er ist... Ich versuche einfach so zu kriegen. Und da kommt er. Der alte Trick. Oje. Nein! Doch? Ja. Oh. Gut gemacht. Ich frage mich, ob die andere Seite... Ja, da ist auch was. Okay. Dann kann ich auch da jetzt attackieren. Alter. Oh, nicht gut. Nicht gut! Ich weiß nicht, was du da machen wolltest. Ja, nee, der Wind, der treibt mich halt zurück. So, und das. Ja. Oh. Alter, es ist halt eine Achterbahnfahrt.
Zu Shadow habe ich mir eine VR-Version oder irgendeine Demo oder sowas mal gewünscht. Das wäre halt geil. Also, ja, wirklich, das wäre... Oh, Vorsicht, ja, okay. Das wäre echt sehr, sehr geil, fände ich. Oh, das war ein saftiger, der hat richtig viel Schaden verursacht. Alter, Alter, halt dich fest, halt dich fest. Überlege, ob du diesmal nicht vielleicht wieder zurück zum Rücken gehst. Ja. Nee. Okay, jetzt würde ich aber echt... Ja, die nächsten, das war jetzt, vielleicht echt ein Fehler, ja. Das war zu viel, ja. Aber obwohl, ja, du schaffst es vielleicht noch? Nee. Alter! Du schaffst es! Du kriegst das hinten ein! Ah, fuck! Ah, ich war auf deiner Seite. Oh, Mann, ey. Aber schau mal, fast halb. Ja, aber da muss man echt irgendwie jedes Mal neu machen, ne? Okay, man kann nicht... Kann man schneller tauchen, ne? Schwimmen halt nicht? Nee, kann man nicht. Oh je, es ist ja dunkel da unten. Geh lieber in die Mitte, oder? Ja, es sind vier. Ich glaube, hier ist gut. Ah, doch. Wenn du schnell bist, kannst du jetzt direkt anschießen. Na komm. Ja. Ja. Diese Strahlen, waren das die jeweiligen Kolosse, die man erledigt hat, oder? Ja, das war's. Ja. Ich habe das Gefühl, die. Oh, geil, diese Bugwelle hier vorweg. Die Welle ist toll. Hammer. Das ist wirklich wunderschön. Das, irgendwie ist völlig in Ordnung, dass wir das so oft machen müssen. Also ich guck mir das gerne an. Oh. Oh shit. Haha, ha. Ja, ja. Ja. Oh, Alter. Komm. Jetzt. Alter. Rein damit. Oh, ei, ei. Kann es sein, dass du den schon erledigt hast? Der leuchtet gar nicht mehr. Ja, es gibt irgendwie. Ja, nee. Nee, jetzt ist schon fertig. Okay, dann noch die andere Seite. Das ist aber so hart gegensteuern, irgendwie wegen dem Flugwind. Das war ein Fehler, glaube ich. Nee, und? Ja. Auch nichts? Okay, ich hätte einfach nicht hauen sollen. Nee. Dann ist es wieder auf dem Rücken jetzt vielleicht. Echt? Bin ich da schon soweit? Schauen wir ja. Wow. Alter. Oh shit. Oh shit. Komm schon. Jetzt komm, mach. Nein, warte, du musst nochmal. Noch kannst du halten. Weiterhalten. Hodel. Noch kannst du halten. Ja, hodel. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt, sodel. Mann, ey. Scheiße. Hodel. Alter Budi, ey, du bist viel zu häufig mit. Nein, das ist super. Und du bist viel zu häufig mit uns. Du hängst viel zu häufig mit uns ab. Das merkt man einfach. Dass sogar du Hodel gesagt hast. Ach, ist ganz schlimm. Die Welt ist verkorkst. Ich gebe Ihnen recht. Hodel. Na, guck mal her. Alter, ich muss ihn mal treffen. Jetzt hab ich dich. Oh, ey. Das ist schon echt. Ich finde das ist vom Design, ne? Diese Augen finde ich so geil, weil die so. Mhm. Auf der einen Seite sind die so leblos, dadurch auch gerade so spooky. Oh. Ja, die sehen ja auch irgendwie, die haben diesen. Sieht man ja jetzt, wie so ein Universum, was da so in dem Auge kreist. Das ist alles ganz mystisch. Alter. So, ich glaube, jetzt ist es wirklich hinten am Schwanz, ne? Am Tail oder. Ja. Wohin fliegt ein schwuler Adler zu seinem Horst? Wupp. Tata. Tata. Oh. Ja. Jawohl. Halt dich fest. Cool, der kann ja gar nichts machen. Den kriegst du jetzt. Los, zweimal noch.
Oh, jetzt noch. Der allerletzte. Nur noch ein kleiner Pieks. Gleich ist vorbei, mein Herr. Oh, der tut wirklich weh. Schau mal. Vielleicht kriegen sie dich unter Wasser nicht. Das dauert auf jeden Fall länger. Können nicht so leicht durch Wasser gleiten. Wo sind die denn? Oder kommen die wirklich nicht im Wasser? Die müssen kommen. Ja, doch, oh, shit. Da sind sie. Jetzt ertrinkst du. Ups. Das war sehr gut gelöst von dir. Ja, danke sehr. Dem hast du es aber gezeigt. Ja. Diesem Tier hast du es aber ganz schön gegeben. Ja, es war nicht nur ein Tier, Simon. Es war nicht nur ein alles Tier. Für die Frau. Alles für die Frau. So ist das nämlich, ne? Da kann man auch mal mehrfach runterfallen. So ist das nämlich, ne? Die gaffen immer nur so rum. Hm. Oh, siehst du ja links. Wir reden nicht drüber, aber habe ich gesehen, weiß auch schon, was das gleich sein wird. Und was wir machen könnten, wäre mal sich die angucken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Ja, wir sind noch gar nicht durch die Halle gegangen. Stimmt. Ja. Also das haben wir beim ersten Zocken, ohne irgendwas zu wissen, haben wir auch gemacht. Und das war so, oh Gott, ey, sieht der ekelhaft aus. Unter dem Tempel, also da, wo wir jetzt sind. Das ist echt so super. Mhm. Wir bekommen wahrscheinlich gleich mehr vom Tempel zu sehen, als uns lieb ist, weil wir irgendwo hier jetzt weitergehen müssen. Schau mal, die ganzen sind schon ganz schön viele Plätze noch. Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was ist hier noch? 7, ich sehe es gar nicht. 8, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Okay, also noch 11. 11 Kolosse, also. 16 insgesamt, oder was? Krass. Hey, ich habe immer 12 im Kopf gehabt. Ja, so irgendwie. Viel zu der Erinnerung, ne? Ja, aber wir haben auch schon einige erlebt, aber ich hätte fast gedacht, wir sind zur Hälfte durch oder so, aber nee, gerade mal ein Drittel. Na gut, dann ist das halt so. Nun gut. Ach, hier habe ich kein Licht, ne? Ja. Da muss ich gleich nochmal gucken. Ich denke nämlich, wir sollen hier runter. Gingst du da denn runter? Ich hab, ja, gut, nee, hier nein, wir sind ja schon unten. Ja, aber ihr meint also ja gerade unter dem Tempel. Ah, vielleicht muss tauchen. Ja. Nee. Nee. Da ging es nämlich nicht runter. Ist hier nirgendwo ein Funken? Ich glaube, hinter dem Tempel ging es doch runter, oder nicht? Ich meine, ja, du musst einmal drumherum und dann. Ah, das sieht so fett aus, ey. Das ist toll. Ja. Guck dir das an. Hast du so viel Raum, wie viel Billy-Regale du da aufstellen kannst? Ah, mindestens 4. Das ist wie ein Big, wo Tom Hanks dieses Loft ja, hat. Ja, Mann, ey. Das wollte jeder haben. Ja, jeder wollte so wohnen. Ja, das war auf jeden Fall. Na, vor allem, ist es nicht in New York sogar oder so? Ich war, oder nee, aber es ist doch, sicherlich eine teure Stadt. Und denkst, Alter, dieses Ding, ne, genau. Könnte sich kein Mensch, nicht mehr der Besitzer von diesem Spielzeuggeschäft, würde sich das leisten können. Aha. Hast du gesehen? Mhm. Das ist aber neu, oder? Das wusste ich nicht, dass das so klimpert. Na gut. Ja, dann gehe ich erst noch mal raus. Vielleicht ist es ja doch ein anderer Tempel. Vielleicht musst du auch noch mal deine Health aufladen, deine Gesundheit. Am Halsstein, ja. Der ist doch hier, oder? Hier links, genau. Links. Ja. Ach, schön, ey. Super gut. Ich mag das aber auch echt gerne, dass eben. Man kann hier auch. Sachen finden und Sachen freischalten auch. Ja. Ich will doch nur beten. Ich weiß nicht. Ach, okay. R2. Aber ich find's nach wie vor so angenehm, dass das nicht erfordert wird. Es ist nicht irgendwie, sammle bitte erst 10 Eidechsen, um dann zum nächsten Koloss zu kommen. Ja, und den Ansatz, den du vorhin gesagt hast, das wäre halt schon ein moderner Ansatz. Ich fänd's auch irgendwie ganz gut, wenn du die Wahl hast,
und eigentlich überhaupt nicht weißt, wo was auf dich wartet. So. Ja, es ist ja, wenn du merkst, okay, für den bin ich zu schwach oder für den habe ich nicht die richtige Erfahrung, dann könnte man ja, gehst halt zu einem anderen. Hier kannst du ja alle von Anfang an legen. Genau. Du kriegst ja keine neuen Gegenstände, ja. Items oder irgendwas. Ja. Auch kein Level-Up. Also insofern wäre es ja möglich. Im Grunde ist doch das neue Zelda so. Ja, das stimmt. Ja. Also, dass du, deswegen, da gibt es ja auch diese, naja, gibt es ja auch ein bisschen Kolosse, aber nicht ganz dasselbe. Ja, du hast schon auch echt schwere Gebiete, wo du zwar theoretisch durchkommst, aber wo schon auch Sinn macht. Und manche Sachen kannst du halt auch einfach nicht erledigen am Anfang. Oh, das ist toll, wie die Kamera hier so genau positioniert ist, dass sie durch den ganzen, durch das ganze Gestrüpp gleitet. Hat und nicht ein Gleiten. Guck dir das mal an, das ist doch wie. Jetzt, nice. Moment, hier mache ich mal den Fotomodus kurz an. Das ist doch einfach zu geil. Das ist geil. Geil. Kamera, oder? Da, nee, wo war das denn? Unter Kamera. Ja, das ist doch schon. Ja, zurück unter, und dann Kamera. Kamera, natürlich da. Nee, auch nicht. Nee, auch nicht. Wir haben es doch schon mal gefunden. Mach so, mal Spiel. Fotomodus ist doch. Ach so, mit nach unten. Also digital unten einfach. Okay. Ja. Aber ja, oh, das sieht schon ganz schön geil aus. Ja, Mann. Was kann ich hier noch machen? Okay, ein bisschen. Okay, wie kann ich ran? Hier hätte ich wieder total Bock, so in Beitragsform. Ey, Mann, nimm einfach diese Hintergründe, ne? Und man kann sich da auf den scheiß Stein setzen und über das Spiel philosophieren oder wie auch immer, ne? Also das so mit so einem Fotomodus gibt so viele Möglichkeiten, jetzt dann mit Greenscreen und ein bisschen FX-Kram doch echt schöne Sachen zu machen. Das ist so, das ist der Moment, wo du so im Film oder so, wenn du merkst, oh, dieser Wald ist nicht cool, er ist düster. Kannst du die Nein. Was denn? Kannst du Argo? Wie heißt er eigentlich nochmal? Wanda war die Frau, ne? Pferd anvisieren und den Spieler. Wie heißt er denn eigentlich nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Weiß ich nicht. Wanda war die Frau, oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Kannst du die ausschalten? Wanda ist sie aus Ico. Was meinst du? Ah, stimmt. Kannst du die Spielerfigur ausschalten? Bei Hellblade ging das. Das sind wirklich nur das. Ich kann nur das GUI ausschalten. Nee, das nicht. Oder mach mal anvisieren ist. Aha, so. Alter! Auch geil, oder? Ich höre gleich auf, aber ich will kurz einmal. Fett. Das ist einfach ein tolles. Kann ich auch einen Screenshot noch irgendwie machen? Ja, kannst du über die PS4 Share machen. Einfach. Schau mal, da kannst du jetzt. Ergibt das ein bisschen Sinn. Vorne wird es jetzt. Ja. Aber ich mag es eigentlich, wenn es unscharf ist. Dann musst du es größer machen. So. Aha. So siehst du, Budi, alles in 20 Jahren. Sieht alles so aus. Nur eigentlich sehe ich jetzt schon so. Was ist das? Was ist das da? Ein Pferd? Bist du ein Pferd? Wir werden so schlimme alte Menschen. Sehr Pferd. Alter, das ist mein sehr Pferd. Können wie hoch ist der Pferd wert? Galoppieren? So, noch eine kleine Vignette. Ich höre gleich auf. Das wird auch, wenn wir älter werden. Ja, genau. Oh Gott, das ist der Alterssimulator. Wir hören gleich auf. Moment, einen noch. Kamera, wie kann ich speichern? Wie kann ich das jetzt speichern? Hier auf den Share-Button. Das ist je nachdem, wie es eingestellt ist. Echt? Ja, also Share. Ja, und dann müsste jetzt eigentlich irgendwie, dann kannst du jetzt hier einfach. Ja, ach komm, das kannst du jetzt hier Screenshot einfach. Kann ich dir jetzt einfach nehmen? Ja, ja, klar. Hat er gespeichert? Ja, ja. Warum muss ich dann 25 Texte mit durchlesen? Weil das für einen Screenshot. So. Wow. Okay, wir hören jetzt auf. Warte! Na, zu spät. Nee, ist egal. Zu spät. Ist alles gut. Wir werden übrigens nicht von Sony bezahlt dafür, dass wir das Spiel machen. Nur mal so, weil wir gerade so das so feiern. Das ist einer der seltenen Momente, wo wir wirklich ernsthaft begeistert sind. Nein. Nein. Ja, man muss ja heute alles bei allem Disclaimer noch hinten dranhängen, ja? Nein, das meinen wir nicht. Wir sind Spaßbolde. Wir sagen gerne Sachen. Spaßbolde. Alter, Spaßbold. Das Wort habe ich wirklich. Ich glaube sowieso nur zweimal in meinem Leben gehört und das ist sehr lange her. Ja, das stimmt. Spaßbold. Blödelbade ist auch Blödelbade, so ein, Alter, was gerne benutzt wird für Leute wie Helge Schneider, als man noch nicht wusste, ne? Als man sowas noch nicht Künstler genannt hat. Naja, oder Klassenclown halt irgendwie immer noch, ne? Aber das ist. Klassenclown ist was anderes als ein Blödelbade. Ja, aber ich habe das in Zeitschriften gelesen, so als Bezeichnung, als Berufsbezeichnung. Blödelbade. Oder Mike Krüger, als er dann seine Bühnenphase hatte und so Geschichten. Ach, die Deutschen, ne? Bist du richtig eigentlich? Alter, ich hab keine Wüste, Ahnung. Die Wüste ist falsch, ey. Oder? Wieso ist die Wüste falsch? Nee, scheint richtig zu sein. Ups. Oh. Unter einem anderen Tempel oder was? Oder ja, es muss ein anderer Tempel sein. Oder wie? Oder was?
wie uns die ganze Zeit so kleine Seufzer entfleuchten. Oh, dieser Hammer. Ey, mal im Ernst hier, ne? Komm, wollen wir nicht einfach irgendeinen Beitrag Stargate machen? Ja, genau. Und dann einfach nur mit dem Fotomodus da drauf. Und dann haben wir halt einen... Oh Mann. Das ist toll, ne? Das ist schön. Man möchte wirklich irgendwas damit machen. Ja. Hat eigentlich Game 2 darüber schon einen Beitrag gemacht? Ich glaube aktuell nicht, nee. Das sollten sie auf jeden Fall noch machen. Nee. Man kann so viel dumme Einspieler auch machen mit diesen Riesen und dem Kleinen und so. Allein haben wir ja heute gezeigt, ein Füllhorn an Ideen, was allein diese Beiträge hier ermöglichen. Moment, ich muss mal gucken. Dahinter. Ich hoffe, dass wir jetzt hier nicht um diesen ganzen Klumpen falsch rumlaufen. Ich kann mich erinnern, dass wir früher schon darüber nachgedacht hatten. Irgendwie habe ich jetzt noch in meinem Kopf eine Idee von der Mats und dem Autopiloten fürs Pferd. Weil du kannst, es gibt so Wege, dann steuert das Pferd selber durch. Darüber haben wir gesprochen. Das Pferd hat einen Autopiloten. Darüber hatten wir mal Gedanken uns gemacht. Auf jeden Fall, ja. Ich habe auch aber Twitter, jetzt hat ja Edward Laser to go ja, super. Auch den alten Einspieler verlinkt. Den ich auch total vergessen hatte, komplett. Eduard Laser to go. Ist mir noch richtig? Ne, ich versuche einfach nur um dieses Massiv rumzulaufen. Hier unten könnte eventuell auch noch ein Eingang sein, da müssen wir gleich mal gucken. Hab's nicht mehr so ganz auf dem Zettel. Da, oder? Das ist es. Also da kann man. Ja, da, nee. Sieht so aus, als ob man da hochklettern könnte, ne? Magst du mal dein krasses Schwert rausziehen? Das ist schon irgendwie. Okay, gucken wir mal. Aber es ist mir zu wenig, zu eindeutig. Es ist nicht eindeutig genug, dass man weiß da hoch kann. Ich glaube, das da ist nichts. Hier rechts kannst du doch hoch. Ich versuch's, ja. Geht das nicht? Wie vielleicht, ja. Ich drücke sogar hier den Halte-Button. Nee, dann scheint es. Doch. Siehst du, es ist ein bisschen. Ich glaube nicht, dass sie das wollten, dass man da hochgeht. Nee. Nee, ich probiere es wirklich gerne nochmal aus, aber ich. Das wäre ein bisschen eindeutiger gemacht worden. Ja. Ein Entwickler will doch nicht, dass du da so rumeierst. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Okay. Aber das ist alles hier auch ganz spannend, eigentlich. Es sind deutlich mehr Tiere als im Original. Das war einfach im Original. Guck dir das mal an! Die Remastered. Ey, das ist so. Nee, guck dir das mal an, wie geil das aussieht. Entschuldigung. Die Remastered habe ich nicht gespielt, weil ich auf diese Version, auf das Remake gewartet habe. Ich habe die, glaube ich, nur auch kurz mal. Ist das eine Frucht am Baum? Kann man die essen? Ernsthaft jetzt? Das ist. Oh. Also passiert da irgendwas, wenn man gegenhaut oder so? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber es sieht so aus, als ob man damit irgendwas machen könnte. Das ist interessant, nur eine. Kann ich hier hauen? Nee. Ich will eigentlich absteigen. Da, so. Okay, nein. Und dran springen. Auch nur eine einzige geht, ne? Traurige Frucht an diesem ganzen Baum. Oh, da sind auch noch welche. Siehst du es? Oh ja. Riesenäumels. Oh, toll. Mal. Nee, warte mal, ich will eigentlich schießen, genau. Aber kann nichts damit machen. Ach, shit. Kannst du da nochmal raus reinschießen? Ich schieß hier mal dran an die Dinger. Flom. Jetzt will ich auch einen Pfeil und Bogen. Loot. Toll wäre, wenn das Pferd jetzt irgendwie. Na? Schnabulieren? Kannst du ja mal rufen. Argo, Futter. Na gut, vielleicht können wir auch ja, weiter die Kolosse gucken. Töten, aber. Da. Reib's dir rein, mein Freund. Nee? Nee. Einfach nicht sein Geschmack. Okay, wir wollten ja eigentlich. Ups, nee. Wollten ja eigentlich gucken. Eventuell hier? Auch nicht, oder? Boah, fett. Ey, Pferd, du musst mal ein bisschen. Könnte es sein? Ist da ein Eingang? Nee. Nein. Hier unten auch nicht. Obwohl. Was sind das für Spuren das ist eigentlich? Oh, Moment. Also runter kommen wir ja auf jeden Fall. Dann gehe ich doch mal. Ich weiß wie gesagt nicht, wo wir jetzt lang müssen. Dann gehe ich noch mal einen Stockwerk runter. Ja, mach das mal. Irgendwas muss da aber sein. Also hier da so bei den kleine gerade Dingers. Ach, schön.
Ich habe mir die Trophy-List gar nicht angeguckt, aber muss man ja auch nicht. Aber da gibt es bestimmt auch noch was. Noch weiter runter? Ich guck noch mal gerade, wo es eigentlich lang geht. Die sind hier vielleicht auch völlig falsch mittlerweile. Ja, das kann sein. Ja. Das sieht irgendwie nicht mehr so aus, als ob wir hier richtig wären. Ja. Danke sehr. Oh, jetzt doch Chat? Ja, wahrscheinlich haben Kollegen gedacht, ich glaube, vielleicht würdest du jemand den Tipp geben, ey, damit einfach. Ja. Vielleicht guckt ihr besser in den Chat, ihr Trottel. Kann man die Früchte im Remake nicht mehr essen? Also, hier Eve zusagt, das müsste er essen können, die Früchte. Aber. Hallo Karius, ja, ist live. Ups, danke schön. Danke, Ruffy. Ballers dir rein, schreibt hier jemand. Tja, gucken wir einfach mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Dass ja auch niemand meine krassen Kameraskills mal würdigt. Was ich hier mache, ey. It's crazy. It's crazy. How does he do it? Nobody knows. Nobody knows. When I was a cameraman for Rocket Beans, I didn't think, I just acted like I should. Acted it out. It was a natural thing for me to do. Ich liebe Roman Herzog, muss ich jetzt mal sagen. Dem könnte ich in seinem geilen Denglisch, könnte ich ihm stundenlang zuhören. Ich würde gerne, dass der nachts kommt und mir ins... nicht Roman Herzog, doch, nee, wie hieß der? Wie heißt der? Nein, ich meine... Werner Herzog. Ja. Roman Herzog, der Politiker. Ey, was machen wir hier? Ich weiß es nicht, wir reden über Werner Herzog. Tempel. Das könnte es sein, oder? Tempel, das ist gut. Yeah. Tempel und runter, das sieht wie ein Eingang aus. Das ist super. Oh, geil. Ja, es ist ein Eingang. Alter, Cubes, Rubik Cubes. Nein. Nicht jeder Cube. Dann wäre Minecraft auch der Rubik Cube Simulator. Ist es nicht? Ich wurde übrigens heute im Edeka zu Recht gefragt, warum wir Minecraft verpasst haben. Worauf ich wirklich, wie so oft, dann keine Antwort hatte. Weil wir haben es halt einfach verpasst, ne, damals. Es wäre für uns perfekt gewesen. Wir sind doch kreative, verspielte Leute. Ja. Haben Minecraft verpasst damals. So war das. Und dann haben wir zu spät gedacht, ja, ach komm, das wird eh nichts mehr. Ja. Oder? Ja. Ja. Und dann lief es doch 5 Jahre weiter. Ja. Ja. Ja, wir gehen halt auf andere Trends, ne? Ja, man muss nicht Megatrend mitnehmen. Das, also, da sind wir Blockchain der hat auch damals schon angefangen, Leute. Ja, genau. Ja. Wir haben dafür andere Trends. Wir haben andere Trends entdeckt. Ja. Ach, geil. Oh, Hammer. Doch, jetzt kommt's wieder. Was sagt denn der Chat im Moment bei dir? Ich habe gar kein Internet gerade hier. Der Internetsendung. Internet. Okay, ich versuch's mal mit Festhalten. Ey, der Parkourmeister hier, ey. Das muss so wehtun an den Fingern. Oh. Was geht denn da ab? Fett. Übrigens, fand ich lustig, die Kommentare zu dem letzten Teil. Statiker hier. Niemals in meinem Leben würde ich über diese Brücke gehen. Dann haben wir es jetzt endlich geklärt, okay. Bei den Brücken haben sie sich Freiheiten. Es ist Brückfiction. Das ist nicht korrekt. Brücke sehen und sterben. Da Statik-Stasi. Statik-Stasi. Oh, was ist das für... Ich kann es kaum erkennen, es ist sehr dunkel. Oh, Beardman, ey. Mit einem Bart, mit einem dicken Zuppelbart. Ich erinnere mich an den, doch. Ja, haben wir nicht Roten Mann genannt? Ey, der hat hier die dicken, ne? Die ja, Klöten. aber. Ne? Shit. Alter, guck dir mal diese Faust an! Ist der. Oh, der ist sauer! Ja, hallo, du bist in sein Wohnzimmer. Naja, aber die anderen waren ja auch eher so. Mal gucken, was wir mit dem machen. Aber oh, der will Shit haben. Der ist auch geil, du. Okay, wie kommen wir hier? Ich muss da hoch, oder? Nee, ich glaube, nee. Doch. Da muss ich lang. Nein. Das Gute ist natürlich, ich bin einfach viel zu schnell für ihn. Ey, stell dir mal vor, jede Kamera ist so toll, ja? Jede einzelne Mücke
lebt so ein Leben. Genau, es ist so ist es wie eine Mücke, auch ja. Immer mit dieser Musik, immer mit dieser super epischen Musik. So und jede einzelne Mücke will einfach nur die Liebe ihres Lebens zurückholen. Und wir sind halt die Kolossi. Oh, die Unschärfe hier, oder? Na und jetzt? Macht gar nichts. Alter, jetzt ist er ein bisschen sauer. Okay, jetzt das. Und jetzt? Jetzt muss ich hier hoch. Jetzt muss ich noch weiter, genau. Ja, genau. Dann kannst du hinten an der Wand hoch. Ich weiß. Achso, okay. Spoilern. Okay. Das weiß ich zum Glück noch. Vielleicht kannst du da auch nicht hochklettern. Doch. Das ist hier alles richtig. Hier geht jetzt nämlich nichts kaputt. Und jetzt guckt er runter oder was? Dann kannst du an deinem Bart hochklettern. Ah, wir müssen warten. Womit könnten wir die Wartezeit überbrücken? Mit Daniel Buhlmann. Einem Bogenpfeil. Okay. In das Herz der Werbung. Verdammt, das machen wir. Ich schieße direkt. Oh nein, der guckt da. Was macht ihr hier? Werbung? Spinnt ihr? Nein, wir spinnen nicht. Wir sind Rocket Beans. Bis gleich. Wenn man hier mal ruhig ist, ne, hört man von hinten nur Jägermeister. Wir arbeiten gar nicht mehr mit denen. Ihr könnt euch die Werbung sparen. Nee, warum stehen da überhaupt so viele Jägermeister rum? Ist das noch irgendwo? Die wird einfach getrunken. Ich wollte wirklich. Letzte Folge Weekly Wahnsinn. Ach, die letzte Folge Weekly Wahnsinn. Jeder kann sich nehmen, was er will. Jeder darf sich nehmen, was er will. So, wie spät jetzt haben wir? Was? Um 3, 4 Uhr nachmittags. Das Geile, ich wollte wirklich eben nur eine Wasserflasche holen. Der holt sich wirklich was. Ja. Bring die große Flasche mit. Ich wollte nur Wasser holen. Und ich habe kein Wasser gefunden, aber dafür 25 Jägermeisterflaschen. Und dann sagen die Leute, nicht zu Unrecht arbeiten die auch nochmal. For the Gag. Ich bin nur für den Gag aufgestanden. Nee, du magst ja sogar Jägermeister. Mag ich wirklich? Du musst das nicht lügen und Cola trinken stattdessen. Nein. Wie so manch anderer. Fernsehen hat euch schon immer belogen. Ich mag den ganz gern. Okay. So ein Stempel. Warum auch nicht? Ja, machen wir weiter! Oh, den Mann! Da habe ich ihn. Da häng ich. Mal, ne? Und jetzt denkst du dir auch, Mensch, wäre ich doch immer Asiate, da hätte ich nicht so einen Bartwuchs. Wäre ich mal nicht so ein Hipster gewesen die ganze Zeit, würde ich jetzt noch gleich leben. Würde diese Mücke mir nicht. Ey, guck mal, der hat aber auch vielleicht ein bisschen. Ich glaube, der zerdenkt zu viel. Der denkt der viel zu sehr drauf rum. Ja, siehst ja oben, ne? wie es raucht und dampft. Ja, anstatt sich zu schütteln, denkt er jetzt darüber doch. Oh, warum habe ich meinen Bart so lang wachsen lassen? Warum habe ich nur BWL studiert? Wäre ich mal lieber. Alter! Moschen, Alter! Rein in den Schädel! Aua. Raus, was keine Miete zahlt! Dieses Schwert habe ich extra für dich. Ups. Und die schwarze Energie schreit. Einmal noch. Aber wir zahlen noch Miete! Nein! Indexmiete! So. Mieterschutz! Nee, hier gibt es keinen Mieterschutz. Hast du hier schon mal irgendwas gesehen aus einer Eidechse? Es gibt hier keine Anwälte. Früchte habe ich gesehen. Obwohl, die Eidechsen sind vielleicht Anwälte, das weiß man natürlich. Das weiß man wirklich nicht. In dieser Welt ist alles möglich, wie es scheint. Naja, Anwälte stammen ja von Eidechsen ab. Das ist ein Fakt. Das ist Evolution. Sind Eidechsen eigentlich auch Reptiloide? Ja. Also gemäß, ich würde sagen, ich müsste jetzt meinen Aluhut holen, um das wirklich beantworten zu können. Aber ich glaube ja. Also ich habe im Kinderbuch meines Kindes habe ich gelesen, dass es auch Eidechsen gibt, die nicht zur Reptilienart gehören. Ja. Aber vielleicht bin ich auch wieder eingeschlafen. Ich habe es mir einfach nur eingebildet, während ich es vorgelesen habe. Kann auch sein. Das sind Neidechsen. Also neidisch auf. Alter! Neidechsen! Scheiße! Eidechsen, weißt du? Die müssen Eid ablegen. Die sagen nur etwas vor ja, genau. Alle Eidechsen sind Anwälte, das kann man, glaube ich, sagen. Eidechsen, oh Gott, ey, jetzt reicht's. Ja, und parallel spielen wir Scheiße. Ja. Wenn wir jetzt Gesicht hätten währenddessen. Ja, was erwarten denn die Leute? Wir spielen Shadow of Colossus. Das ist natürlich ein Spiel, was... Was erwartet sie? Kennst du nicht diesen einen Otto-Gag, wo er so kommt? Was erwartet...
Was erwartet? Ah, was erwartet? Ach so, doch. Ist 40 Jahre alt, aber es hat ihn nicht daran gehindert, ich hab vergessen, jedes Jahr nochmal zu machen. Das ist der gleiche Film, wo sie auch über die Mülltrennung reden. Über Otto, Themen, der Film vielleicht? Film war das möglicherweise. Ja, okay, danke schön, Simon Kretschmer. Ich mach doch nur Spaß. Mr. Obvious. Nein. Obvious. Das hat er geschickt gemacht, den Film einfach Otto, der Film, zu nennen. Ja. Simon, der Film. Stell dir mal vor, das würde ich machen. Einfach Simon, der Film. Würde keiner gucken wollen. Was ist denn nun? Da ist er. In den Bart. Und wieder denkt er sich, ach Scheiße. Ich hab denselben Fehler wieder gemacht. Denselben fucking Fehler schon wieder gemacht. Guck mal, Piercings. Siehst du die Piercings? Er ist auf jeden Fall der Coole. Ey. In der Hood. Ey, wirklich jetzt? Das ist ein Hipster. Warum wird das nicht gecosplayed? Das ist eine sehr gute Frage. Also eine ernsthafte Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Eine wirklich ernsthafte Frage. Ja, ich verstehe sie und finde sie gut und frage mich dasselbe jetzt gerade. Moment, gut, erstmal. Wow. Und ich schüttel mich und ich rüttel mich. So. Ich glaube da. Ach, wir haben häufiger die Frage gelesen, ob das Spiel auch für einen PC rauskommt. Nein. Ein Fehler. Warum nicht? Warum nicht? Ich find's das kann auch, doch kein Problem darstellen. Ich find's auch schade, aber das ist halt wieder so. Ja, das ist halt ein Plattform-Deal, ne? Also, das ist halt. Ja, okay, klar, es ist aus der Hinsicht nur, natürlich. Ne, es ist von Sony gemacht und die wollen das dann auch für ihre Plattform haben als Exclusive. Also. Da denke ich mir auch manchmal wirklich bei wirklich großen Meilensteinen. Und dazu zähle ich Shadow of the Colossus, dazu zähle ich auch The Last Guardian. Das sind alle Spiele, die auch für den PC Scheiße, kommen sollen. Was mache ich denn jetzt hier? Dark Souls 1 habe ich ja auch auf dem PC angefangen. Und da konnte man schon sehr früh auf 60 Frames spielen. Das war einfach butterweich. Ich lenk dich ab, ne? Sehr gut, nee, Simon. Es ist. Ich versuche halt wirklich hochzukommen, aber naja, ich glaube, ich bin schon. Deine Stamina, oder was? Der Fehler ist schon gemacht. Ich kann jetzt nur noch Schadensbegrenzung treiben. Fuck. Er hat Nieten an den Waden, Piercings, da einen großen Bart. Wikinger, vielleicht. Ein Nordmann. Das könnte sein, ja. Ein Hühner. Nordisch. Kann ich an der Stelle immer wieder empfehlen, Norseman auf Netflix unbedingt angucken. Ich habe selten, eigentlich noch nie, so viel Danksagungen bekommen von Leuten, denen ich eine Serie empfohlen habe. Wie bei Norseman. Ist echt krass. Das scheint den Leuten wirklich gut zu gefallen. Da hast du sehr viel Lob für gekriegt. Ja, für die Bücher mit Sicherheit. Für den Film ganz. Nee, würde ich auch nie empfehlen. Will ich nicht. Aber, also nee, doch. Tatsächlich mehr. Auch mehr als für Rick and Morty zum Beispiel. Ja, weil es so unerwartet kommt, glaube ich, ne? Ja, das kennt wirklich kaum einer. Genau, da ist der Hype einfach nicht so groß und man erwartet deswegen auch nicht so viel. Okay. Ach genau, Hodenbart haben wir ihn genannt. Nicht Hodenmann, Hodenbart. Das ist auf jeden Fall der Hodenbart. Hodenbart hat mit Bart nicht gespart. Nein. Boah. Weißt du, wo ist der Nils eigentlich, wenn man den mal braucht? Wollte der nicht auch mal vorbeikommen? Ja, ich weiß das nicht. Es war geplant, ne? Es war geplant. Er hat gesagt, er kommt vielleicht vorbei. Das heißt so viel wie. Okay, so, jetzt habe ich ihn. Nice. Oh, komm mal auf zu zappeln und zu wackeln. Einmal. Ey, ganz kurz. Von wegen Einspieler-Game tun sowas. Ich würde so lachen, Eddie, was er hat immer Rückenschmerzen und dann zoomt man einfach nur rauf. Und die Wirklichkeit, ist aber ein Arzt, man zoomt dran. Ah, jetzt. Ja, sie haben einen Ritter. Und dann vor allen Dingen der Arzt erklärt dann noch, ja, die haben meistens eine Frau, die irgendwo tot ist und so. Und die müssen die wiederbeleben. Also da müssen sie entweder abwarten oder so. Ich kann es mir nicht vorstellen. Der Dreh ist fertig. Wie heißt nochmal dieser neue Hollywood-Film, der jetzt rauskommt, mit diesem so ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, Style? Matt Damon. Du meinst Downsizing. Downsizing, genau. Habe ich schon gesehen. Ja. Es ist ein ganz komischer Film. Es ist wie so ein Wes Anderson-Film. Man erwartet durch den Trailer, dass es ein Comedy-Film ist, kein einziger Lacher drin. Der Film hat keinen einzigen Lacher und geht schon recht schnell nicht mehr um das, worum es eigentlich geht in dem Trailer. Also, du denkst halt, haha, die haben ein lustiges Leben, merken, sie sind klein, erst ist es geil, dann merken sie, ach, groß sein war auch schön. Das hat nichts mit dem Film zu tun. Aber das finde ich aber fast schon wieder gut. Ja, also, aber ich war sehr überrascht. Ich habe wirklich Comedy erwartet. Aber das haben sie geschickt gemacht. Und dann kommt echt so ein Wes Anderson Indie Depri, die Welt stirbt Ding. Mhm, wir sind klein, niemand hört uns. Nee, es ist wirklich nochmal was ganz anderes. Okay. Akupunktur. Guten Tag. Ja, Akupunktur wäre auch ein guter Einspieler. Verdammt nochmal.
Ey, wir sind on fire heute, Budi. Ja, on fire. Wir legen den Gegner und zeigen Game 2 noch, wo der Hass die Locken hat. Verbale Version of Game 2. Ja, genau, stellt euch das einfach alles vor. Das könnten wir eigentlich machen. Ein Podcast, wo wir einfach nur die Einspieler immer bequatschen, die wir hätten. Habe ich übrigens, ich habe okay. Falsch abgestützt beim Hinfall. Hast du direkt gesehen. Auf den Arm. Oh. Das war aber kurz. Cool. Die Probleme sind seine wichtigsten Probleme jetzt. Auf jeden Fall sind sie behoben. Ja. Oh, schimmelt so. Schwarzer Schimmel. Ihre Rückenprobleme habe ich beseitigt. Die Rechnung lege ich auf ihren toten Körper. Was das kosten muss. Ne? Haben die überhaupt ein Gesundheitssystem? Bei so wenigen, wenn da nur Eidechsen und diese Riesen existieren. Ich glaube nicht. Welche Art von Gesundheitssystem haben die? Das ist ja auch dumm, weil also scheinbar, wir haben uns ja mit der Anzahl ein bisschen geirrt, aber wenn da auch wirklich nur 16 Bewohner sind in dieser Welt, dann ist es ein bisschen schlecht. Wer ist der Anwalt? Wer ist die Krankenkasse? Das reicht gerade mal so. Ja. Kriegen die einmal einen Job machen. Was wird denn da eigentlich versichert? Also ist das jetzt, weil die sind ja... Steine. Also im Grunde Immobilienversicherung eigentlich. Ja, das meine ich damit. Gegen Feuerschutz und Hausrat. So, sind wir in dem Fall, also natürlich Natural Causes. Und dadurch, das ist nicht versichert meistens. Wir sind Natur. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wir sind Lebendige. In der Welt gibt es keine Lebendigen, also Natural Causes. So. Und das geht halt nicht auf die Hausratsversicherung. Jetzt langsam macht's alles Sinn. Eidechse. Die Lore haben wir eigentlich ganz gut, finde ich, mittlerweile zusammengefasst. Die Lore. Ja. Laughing Man, wir sind live. Guten Tag. Wir haben immer noch keinen Chat, doch, wir haben doch jetzt einen Chat. Ja, das Internet ist wieder da. Ich will Simon doch auch mal den Chat angucken. Ja, ich lasse Simon den Chat. Hallo, Chat. Wehe, die Frau lohnt nicht. Was ist das gemein? Na, aber stimmt, also, überleg mal. Oh, nee, ey. Oh, nein. Ihr habt's gerade gelesen. Mit dem habe ich tatsächlich ein bisschen Probleme. Aber ich werde es gemeinsam mit euch lösen, hoffentlich. Dieser Koloss spricht eine eklige Urangst von mir an. Wasser. Du hast um genau zu sein. Thalassophobia. Unter Wasser. Hä? Das heißt, glaube ich, Thalassophobie. Echt? Heißt das so? Ja. Ich wusste, ich gibt ein Subreddit, wo es nur darum geht, wo Leute Bilder sammeln, die diese Thalassophobie auslösen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es heißt Thalassophobie. Ja, nee, das ist. Ich habe irgendwann mal, weiß ich nicht, das ist irgendwann mal im Indonesien-Urlaub mit 9 war das. Da hat Ian, mein großer Bruder, mir mal so Horror-Stories erzählt, wie Haie oder Wale irgendwie untereinkommen, wenn man mit einem kleinen Boot unterwegs ist. Und ist dann mit dem Jetski mit mir aufs offene fucking Meer gefahren. Boah, und ganz schlimm, ganz hat die ganze Zeit gelacht, als ich hinten drauf war und geschrien habe, Zurück! Ja, ich finde auch immer wenn ich tauche, also ich habe keinen Tauchschein, aber man taucht dann ja immer irgendwie mal mit Betreuung. Ja. Und das dann auf einem, das dann nicht an einem Riff ist, sondern auf offenem Meer ist furchtbar. Also weil du weißt halt einfach, es ist so endlos tief und überall könnte irgendwas sein. Warum bin ich hier? Ich sollte hier nicht sein. Ich finde das super faszinierend, aber ich finde tatsächlich die Tiefe, also die Tiefsee, da wo du halt nicht mehr hingucken kannst, finde ich echt spooky. Und ich weiß noch, als VR noch ganz frisch war und die ersten Demos da waren und die HTC Vive das erste Mal zum Ausprobieren da war, die erste Demo war, du stehst auf so einem versunkenen Piratenschiff und Rochen fliegen an dir vorbei. Und es war vollkommen klar für mich, was dann passiert. Ne? Erstmal so fishy, haha, lustig, konntest du so wegstellen, war lustig und dann war klar, was passiert. Die ersten Rochen kamen. Und die waren mir schon fast ein bisschen zu groß und sind über mich weggeflogen. Und dann hörst du es natürlich wummern. Und dann kam dieser Blauwal an. Und ja, aber alle, weißt du, die anderen haben so erzählt, so, ich bin dann hingegangen und hab geguckt so und hab versucht, ins Auge zu drücken. Ich konnte nicht. Ich habe mich wirklich an die Wand gestellt, weil das war mir zu krass, ey. Das war mir so, Ich weiß auch nicht warum, aber ich finde Fische echt, also ich finde Seeleben sehr strange. Genauso wie ich, Budi, wir kommen aus der See. Es ist das menschlichste. Ursuppe. Du bestehst aus der See. 70% deines Körpers. Warum? Wovor hast du Angst? Vor der See. Vor der See an sich. Vor der Rauheit, vor der Unberührbarkeit der See. Nee. Von der Unberechenbarkeit vielleicht das. Aber schon Bruce Lee sagte, Be like water. Be like water, my friend. Be like water, my friend. Be liquid. Ja, du kannst ja gerne Wasser sein, aber nicht das, was im Wasser lebt, ey.
Ich hab noch nicht, das ist halt lustig, wenn das ein Wesen sagt, was aus dem Wasser entstammt ist. Ja, aber ich verstehe die Ironie. Aber da sind schon ein paar Jahre vergangen, seitdem das passiert ist. Also ein Spiel, was dein Lieblingsspiel ja. ist, unter Wasser mit Spinnen. Das, exakt, das ist ja. perfekt. Unter Wasser Spinnen. Ja, übrigens, Subnautica konnte ich ja auch nicht spielen. Diese Krebse mit diesen, die auch aussehen wie Spinnen so ein bisschen. Aber ja, diese ganz großen. Ja, die finde ich auch scheiße. Furchtbar. Die finde ich die auch richtig scheiße. Die finde ich wirklich widerlich. Wenn da eins auf mich zukommen würde, würde ich mir wahrscheinlich auch dick in die Hosen kacken. Egal wie tief wir da gerade sind. Ja. Let's play Subnautica. Das könntest du, könntest echt mal Subnautica mit mir spielen. Nein, werde ich nie aus der Early. Das ist voll angenehm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Und es ist aus der Early Access raus. Ist jetzt offiziell da und ich wollte es eh mal irgendwann. Da wurde spielen. Eine neue VR-Version für genau. Auch das ja. angekündigt auch. Also sie wollen es VR machen. Ich glaube, das gibt's noch nicht. Aber das könnten wir echt mal spielen. Das ist doch auch ein bisschen Minecraft, ein bisschen bauen. So, muss jetzt hier rechts lang oder nicht? Habe mal hier ganz gemächlich lang. Ja, nee. Ich habe mir ein Video angeguckt über so einen 15 Meter Oktopus, der verendet ist, aber die ersten Videoaufnahmen von einem so großen Oktopus, ja, mit diesen langen, die halt noch lebendig waren. Also es wurden ja immer wieder mal irgendwie große Exemplare angespült. Und jetzt gab es Videoaufnahmen von einem, der halt noch in den letzten Zügen war. Und der hatte ganz viele Verletzungen und so. Die Forscher haben gesagt, es muss ein Kampf zwischen Oktopoden gewesen sein, weil die Verletzungen halt darauf hindeuten. Und ihre Theorie ist, dass sie sich um Futter bekämpft haben, um Futterrevier, und der dann halt in die flachen Gewässer gekommen ist, einfach verloren hat. Und dann aufgrund seiner Verletzung die Orientierung verloren hat und dann. Aber Alter, ey, nee. Das ist interessant. Simon muss Hunt the Showdown spielen. Da gibt es eine riesige Spinne, die man jagen muss. Also, das klingt jetzt eigentlich nicht wie etwas, was ich gerne spielen würde, aber es klingt wie ein interessantes Spielkonzept. Aber ich finde schon die Spinne in Limbo, solche Sachen. Die ist aber ekelig, ne? Also ich kann dann auch nicht schlafen oder so. Das versaut mir wirklich den Tag, weil ich die Bilder im Kopf habe. Hm? Was meinst du? Die Spinne in Limbo ist auch eklig, aber das liegt auch an den Animationen. Also die ist so, wenn sie wieder auftaucht. Das war schon ein sehr ekliger, aber also ein guter Moment, sag ich mal. Okay, muss ich mir merken. Und kennst du Miss Bisbee noch? Showdown. Kennst du noch diesen alten Kinderfilm, Miss Bisbee? Ja, und das, nee. Und das Geheimnis von Nim? Ja, oder? Was war das? Was war das nochmal? Das kenne ich. Ja, so eine Maus halt, so eine Mutter. Ach, das war Zeichentrick, ne? Genau, da gab's das war Zeichentrick. Auch. Oh ja, und da gab's, eine Szene mit der Eule. Ja, ja. Und die frisst die Spinne, ne? Ja, Alter. Oh, ist das widerlich. Alter, ja. Das war ja lustig, wie ich sich. Ah, oh, nee, ich will das. Lassen Sie sich drüber reden, wirklich. Ja, krass. Ja, Kindheitshorror-Erinnerung. Also für die jüngeren Generationen kann man sich. Das ist ein wunderschöner Film. Sehr, sehr, sehr schöner Kinderfilm. Und oft werden ja nur die großen Disney-Filme zitiert aus der Zeit. Aber das ist echt ein toller Film gewesen. Ich muss jetzt mal. Ja. Ich muss mir ganz kurz. Ich will jetzt auch. Ich lasse euch alle in Ruhe. Ich muss noch ganz kurz nachgucken, wie dieses Hand aussieht. Ob das jetzt willst du doch die Spinne angucken. Ja, ich will nur wissen, ob ich das spielen könnte oder nicht. Shit, ich hab mich verlaufen. Ach, scheiße, von da komme ich doch, oder? Okay, ich bin erstmal gegen Stein geritten. Nee, von da komme ich doch, aber. Oh, Hand ist wohl ganz neu. Also ich muss sagen, das sieht jetzt ganz anders aus, als ich erwartet hätte. Das ist ja wirklich wie ein Ego-Shooter oder wie ein Jagdspiel sieht es ja aus. Auch wie ein Indie-Titel oder so. Hier musst du. Okay. Siehst du? Ja. Also ihr könnt ja euch gerne mal Hand angucken. Das sieht interessant aus. Passt vielleicht ganz gut hier zu dem, was wir gerade hier spielen, weil wir ja auch hier im Grunde jagen und zwar auch große Gegner. Aber Spinne. Okay. Da geht's lang. Einmal kurz überlegen. Ich von da jetzt rein. Ich versuch's mal. So, bin ich jetzt vielleicht auch noch richtig. Ja, gut, ich schreib mal rein. Ich schreib das direkt mal dem Fabian, dass ich. Dass wir das antesten wollen aus. Ja. Willst du? Ey, Budi, Spinne, Alter. Ja, aber wir können ja. Zusammen ist es vielleicht. Verstehst du? Ja, zusammen ist es vielleicht erträglicher, meinst du?
Also, es wäre lustig, weil gerade wir beide. Aber ey, auf der anderen Seite wirklich, also EDF hat mich da schon so ein bisschen auch geheilt. So ist nicht, ne? Ja, mich auch. Ich kann mich noch an so Skyrim und Kram erinnern und da habe ich das wirklich sehr, sehr hart negiert und dann habe ich auch diese Biermod ausprobiert. Nicht Bier im Sinne von Bier, sondern Beeren. Was das Ganze echt noch verschlimmert hat übrigens. Es gab halt ein Grafikpaket oder so eine Mod, die du installieren konntest für Skyrim damals. Ah, fetter ist es. Die Texturen der Spinnen mit den Texturen von Bären ausgetauscht. Das große Problem war, aber, dass die Animationen die gleichen waren und es waren einfach Bären, die sich bewegt haben wie Spinnen und das war noch widerlicher. Das ist ja ekelhaft, ja. Und die haben sich abgeseilt von oben und so eine Scheiße. Ah, ne. Dann habe ich aufgehört, Skyrim zu spielen. Das geht nicht. Irgendwo muss Schluss sein. Man muss die Spinnen nicht noch größer machen und ekliger, als sie eh schon sind. Oh, ist sogar ein Koop-Spiel, dieses The Hunt. Das heißt, wir könnten das echt zusammenspielen. Gut, ist auf jeden Fall geklärt. Ich habe eben Fabian angeschrieben. Ist es was Frisches oder was? Ist wohl frisch, ja. So. Sieht man hier irgendwo einen Schatten? Die Türme. Oh, das sieht so fantastisch aus. Das ist so schön, oder? Das ist wirklich, also, Wahnsinn. Zwar auch gelesen irgendwie, was feiert ihr die Grafik jetzt so derbe ab, aber Das ist einfach toll komponiert. Ja, eine schöne Komposition. Ich meine, wie gesagt, die Farben stimmen, die Lichtstimmung ist toll, wie alles gebaut ist, ist wundervoll. Was machst du da? Na gut. Ich gehe hier auf dieses ist vielleicht Plateau. Richtig, vielleicht ist das ja der Opfertempel. Oh, ja. Ich glaube, man muss so ins Wasser gehen und das. Ah, Scheiße. Ich wette, dass das hier echt zum Opfern ist. Dass man die da die Opfer runterstößt. Mit der Kolosse zu beißen kann. Ach, das ist der Elektrofuzzi, ja. Ein Aal. Fatal, der Aal ist fatal. Kolossaler Aal ist fatal. Ein Infernal, der kolossale Aal ist fatal. Ich glaube, alles, was mit Aal ist, hat Neo Magazin Royale schon gemacht. Die haben ja eine ganze Sendung dem Aal gewidmet. Echt? Ja. Das wusste ich nicht. Einfach alles. Aber eigentlich ist das ja ein alter gemacht. Insider aus dem Maniac Forum, der lange vor dem Magazin. Man weiß es nicht. Vielleicht ist Böhmermann auch im Maniac Forum. Ach, der hat ganz sicher hat er auch Leute in der Redaktion, die das kennen. Ja, die BTF ist ja total game-affin. Okay, wie geht denn das nochmal? Also mit Pfeilen kann ich nicht draufschießen, aber vielleicht muss ich da so. Wie war denn das nochmal mit diesem. Oh, ist das ekelhaft! Tauche ich da jetzt nochmal? Ne, irgendwie kann ich nicht tauchen, oder muss ich den Bogen wegnehmen? Fett. Aua. Aua. Da. Komm. Oh. Ich kann gar nicht richtig runtertauchen, ne? Konnte ich das überhaupt mal? Weiß ich nicht, aber du wirst dich ja gleich festhalten und dann bist du runtergezogen. Hast du ihn schon gereizt irgendwie? Oder er kam gerade schon auf mich zu, ja. Der weiß, dass ich hier bin. Das ist doch ekelhaft, so ein dickes Ding unter einem. Das wäre auch noch ein Horrorspiel für mich. Kennst du Flow noch von That Game Company? Ja. Und die ich ja sehr mag, weil die Flower gemacht haben. Ja, total. Also That Game Company hat echt, mag ich auch sehr gerne. Die haben Flower gemacht, die haben Journey gemacht. Aber danach ist es eigentlich recht still geworden irgendwie, ne? Also ja, ich warte immer noch drauf, dass die vielleicht bald wiederkommen mit irgendwas Krassem. Ich hätte einfach gern sowas wie Flower nochmal. Das hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Und schaffst du es? Nein? Ja doch, ich muss hier drauf. Ja, aber siehst du, Doch! Oh! Ja. Sehr gut. Ich sehe halt leider gar nichts, ey.
Aua, Elektro, aua. Okay. So, zu jeder Antenne einmal vorkämpfen. Ah, komm. Ah. Kann sein, dass das keinen Schaden mehr macht? Ja, ist schon durch. Was ist den nächsten? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! Scheiße, ertrinke ich jetzt? Hm, ich muss nach oben. Oh. Und wieder von vorne. Oh, ich rauskopf, wie heißt das nochmal? Es gibt ein Spiel, was ich gerade angesagt habe, was so ein bisschen wie Flow ist. Ich habe es sogar gespielt. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe nur den Charakter immer, Mo, haben meine Jungs genannt. Du kannst übrigens einfach L2 gedrückt haben, ne? Dann bist du immer visiert. Ja, genau. Wie heißt denn das nochmal? Ist auch so ein super geiles, auch so ein, fühlt sich an wie ein That Game Company Game. Du spielst so einen kleinen, sieht aus wie ein Affe und musst halt tauchen die ganze Zeit. Und hast so Unterwassertempel und Gegner, super, macht sehr viel Spaß. Monkey Dive Tempel? Ja, genau. Danke. Wenn ihr ein Spiel habt, ne, wo ihr noch einen Titel für sucht, dann beschreibt mir das einfach. Ach, und dann finde ich euch den perfekten Titel. Monkey Dive Tempel. Ich war ja bei dem, am Montag war ich ja bei dem Fusionstreffen hier von Game und Bio Bundesverbänden, ne? Jetzt nur Game heißt. Und da waren halt auch ganz viele Spieleentwickler, ich soll die von 1000 Leuten grüßen. Aber ich habe halt auch von Ich bin ein Stuhl erzählt. danke, dass du als einziger noch an meine Spielidee, hey, du bist ein Stuhl, glaubst. Hast du dieses Rocket Chairs gesehen? Was ich habe so Kontakt mit dem, ich habe Last Man Sitting. Der kommt aus Harburg, Mann. Alter, Buddy, du Schwein, ich kannte den schon viel länger. Ich kannte den schon, bevor du ihn gekannt hast. Und jetzt bist du voll mit ihm befreundet. Ich hab ihn auch schon. Also, okay, dann wirst du ihn aber vergessen. Und dann ist er sauer auf dich und dann kann ich wieder reinglitschen. Ist er vielleicht schon. Nein, aber es ist super Spiel. Der Typ gefällt mir gut. Ich mag die Spiele, die er macht. Was geht? Wo bin ich? Alter, das ist doch lächerlich. Das ist ja wirklich kacke. Ich war doch... Aber was haben die gesagt zu? Du bist ein Stuhl. Ja, die haben gelacht. Also, das ist gut. Ich glaube, sie haben mich ausgelacht, aber... Nein, es ist doch... Ach, keiner versteht. Keiner versteht das Genie. Na komm jetzt, das muss ich mich mal konzentrieren hier. Muss mal hier diesen Elektroal jetzt hier legen. Aber es ist eigentlich ein Mix aus Aal und Wels, ne? Eben diesen Welsbart. Ach, ich vergesse mich. Welsbart? Ja, ich hab neulich tatsächlich gelesen, wie das Ding heißt. Na komm, jetzt, wo ist er? Komm. Da ist der Lappen. Nimm ihn. Yes. Toll. I took it. Oh, Wahnsinn, ey. Weiter, weiter. Du machst es. Da geht's wieder runter. Nicht zu gierig werden. Komm. Ich sehe nichts mehr. Lauf, 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 lauf. Autsch, hört mich. Boah, ich hab fast. Ich hätte aus Versehen losgelassen. Jetzt vorne dran. Boah. Na komm.
Oh nein. Nicht runtergehen jetzt. Aber kurz ab. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Du machst das. Jetzt. Jo, getroffen. Unter Wasser ist schwer stechen. Jetzt nochmal. Stich! Zwei noch. Oh, komm. Aber Stamina geht nicht wirklich runter gerade. Nee. Du hältst sie ganz gut. Ach, come on, ey. Aber ich sehe gerade, Alter. Die, der Balken wird ja größer. Das habe ich irgendwie auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Siehst du das? Der Kreis, aber er geht nach links weg. Also scheinbar haben wir mehr Stamina. Siehst du das? Ja, ich sehe es. Ich weiß nur nicht genau, was es bedeutet. Ja, nö, das erweitert sich einfach. Ob das cool sein soll. War das nicht von Anfang an so? Nee, ich meine, oh nein, komm. Komm. Shit. Ja, jetzt stirbst du. Oh, nee, nein. Du stirbst nicht, sondern du. Ja, ja. Floatest wieder nach oben. Oh, Mann. Ey. Der Float. Ja, da musst du jetzt wohl halt doch machen. Ne? Kriegst du schon. Ist ein bisschen, Ja, den machen wir jetzt. Dauert ein bisschen einfach. Irgendeine Sud. Aber da konnte ich hier 6 Höhe. Oh ja, der Chat sagt, ja. Je mehr Kolosse man macht, der Balken hat damals neue Schichten drumherum bekommen. Stimmt. Wusste ich nicht mehr. Ja, doch, aber doch. Ey, man lernt echt jedes Mal wieder was Neues, ne? Durch den Chat ist es halt wirklich so. Ja, oder ich kann ja auch ein sehr schönes Zitat, was mich total an Al Bundy erinnert, aber wahrscheinlich nur mich. Und der Haifisch, der hat Tränen und sie laufen vorm Gesicht. Doch der Haifisch lebt im Wasser, so die Tränen sieht man nicht. Süß. Es gibt so eine Folge, wo Al Bundy in seinem Pool sitzt, was einfach nur so ein Schwimmreifen ist und in seinem Bauchnabel Wasser rausplitscht. Ach, und die ganze Zeit. Und der Haifisch, der hat Zähne. Sehr gut. Naja, wir müssen kurz Werbung machen. Das ist, glaube ich, genau der richtige Moment. Budi, drück doch mal Pause, während wir jetzt hier unter Wasser an dem Fisch, an dem Aal hängen. Ich drückte Pause. Ja. Ja. Und jetzt. Machen wir nochmal Werbung. Werbung, gleich wird ein Fisch gelegt. Riffhanger. Herzlich willkommen. Wenn ihr wüsstet, welche Dinge in diesen Werbepausen immer besprochen werden, hoffentlich hat die Regie die Mikros nicht aufgehabt. Das wäre bewusstseinsverändernd. Ja. Eure Realität wäre jetzt nicht mehr dieselbe, weil ihr sagen würdet, das haben die vor? Exakt das würdet ihr sagen. Das machen die und dann machen die das. Oh, da schreibe ich schon gleich mein Hate-Kommentar. Schreibe ich schon mal vor. Auch das. Ey, hallo. Wie lustig wäre das, wenn du wirklich so ein Word-Dokument hast, wo du einfach random copy-paste, einfach um schnell zu sein. Einfach nur um schnell zu sein. So wie Zeitschriften, die ja auch Nachrufe schon in der Schublade liegen haben. Nicht für dich zum Beispiel, du bist noch so jung, aber bei Welt Online und Spiegel und DWDL liegen schon in der Schublade seit 3 Jahren. Immer wenn Ede anfängt zu husten, machen die Schublade kurz auf und warten darauf. Ich vernahm eine Schwingung. Nein, das ist nicht lustig. Und nein, Ede wird 120, wenn er aufhört zu rauchen. Aber nur dann. Machen wir einfach weiter, ne? Ja, ich muss jetzt genau meinen R2-Button gedrückt halten. Im Wasser am Monster hängen. Ja. Und los geht's, weiter. Ich hänge. Ich hänge und ich muss versuchen, an die Wasseroberfläche. Hängis. Zwei Hängis genügen. Zwei Hängis. diese Zitate aus Werbung, die aus den 90ern, die keine Sau mehr kennt. Man muss aufhören. Du musst aufhören damit. Aber es prägte dich. Aber du kennst doch die Werbung, ne? Mit zwei Rennis genügen. Ja, natürlich. Es gibt nicht mal mehr Renny heute. Es gibt die nicht mehr. Ach, Renny räumt den Magen auf, ey. Stimmt. Ja. Renny räumt den Magen auf. Zwei Renny genügen. Warum eigentlich zwei? Warum macht er da nicht ein dickes? Das ist doch bescheuert. Na gut, egal. Wahrscheinlich gab es da irgendwelche super findigen Leute, die gesagt haben, wir müssen einen Slogan finden, wo sie mehr nehmen als eins. Um mehr zu verkaufen. Ja, zwei, geschickt. Okay. Aber warum nehmen wir da nicht 12? 12 Rennies genügen. 12 Rennies genügen. Essen die einfach 12 am Stück. Immer.
Das ist so wie bei Rocket Beans, wenn wir als Slogan hätten, guck uns mal 8 Stunden am Tag, dann findest du es schon gut. Und falls du dich verrechnest, guck einfach noch mal 8 Stunden. Wir sind nicht gut genug, guck mehr. Du musst nur mehr gucken. Einfach laufen lassen ist ja mehr oder weniger der passende Slogan. Ja. Komm, jetzt aber. Ich muss noch einmal treffen. Das schaffe ich jetzt auch. Ich werde keine Major Dummheit begeben! Alter, wieder einfach nur. Alter, was ist? Was geht? Ja, der ist sauer! Ja, aber das war. Was ist das? Ey, der macht. Der lässt dich nicht ran! Alter, guck dir's an! Der lässt mich wirklich nicht ran! Ja, aber du musst einfach immer festhalten. Ja, mach ich ja, aber dann kann er ja nicht wieder machen. Runter oder was? Du Arsch! Oh, nee, komm. Geil, aber das ist super, wie er sich schüttelt. Das ist jetzt rein! Was? So, sie haben ihre Stromrechnung nicht bezahlt, deswegen müssen wir sie jetzt abstellen. Zwei Schwerthiebe gereichen? zwei Schwerthiebe reichen. Oh. Schön, also bereits. Das ist traurig. Ja, RBTV, du musst nur mehr gucken. Ja, okay, danke schön. Na super, danke, oben ohne Bohne. Oben ohne Bohne. Ja. Oben ohne Bohne. Ja. Nicht gut. Das Wasser sieht sehr gut aus. Das ist ein schönes Wasser. Ich bin ein bisschen traurig, Simon. Aber der, finde ich, hat es wirklich auch verdient. Ja, der Wasserall. Ja, der hat uns voll genervt gerade. Außerdem hatte er diese Blitzdinger und dann hat er gezuckt immer, als wir ihm das Schwert in den Kopf rammen wollten. Wir müssen aber auch zulassen, dass es vielleicht andere Perspektiven gibt. Vielleicht hat er gedacht, Moment, das ist dunkel hier, es ist ein sehr tiefes Wasser, ich kann gucken, aber dieses Menschenwesen kann nicht gucken. Ja, ich habe keine Taschenlampe zur Hand, aber ich meine Elektroleuchtdinger. Und ich schwimme an ihm vorbei, damit er kurze Zeit Licht hat. Sind eigentlich die um ihn rumstehenden schwarzen Statuen, sind das die quasi die Kolossi? Ja, klar. Okay. Nach jedem Schlag der Koloss kommt ein Schatten dazu. Also befreien wir die eigentlich. Wahrscheinlich sind das Götter, die eingesperrt sind in diesen Kolossi und das ist ja kein schönes Leben. Ja, aber wer steckt dahinter? Dahinter steckt doch ein Evil Masterplan. Und die Kolossi sind dann am Ende doch wiederum die Guten. Weißt du? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Heutzutage ist es schwer zu schauen. Es ist vielleicht auch so eine Art Gefängnis. Also dieser Koloss ist für die Person vielleicht auch eine Art Gefängnis. Ja. Weiter geht's. 3 Stück haben wir jetzt schon. Ja, schön. So, schön an der Frau vorbei. Denn, seien wir doch mal ehrlich, wir machen es nicht für die Frau. Wir machen es für uns. Zur Unterhaltung. Das ist eigentlich der banalste Grund, den man haben kann. Ne? Ach, wir töten euch einfach nur, weil es Spaß macht. Tja. So. So, nee, kannst du mir den Chat mal abnehmen? Ja, ich bin dran. Ja, du bist dran. Was ich mich gerade gefragt hätte. Moment, ich stelle mal eine andere Zeige. Wie würde sich eigentlich ein Zelda anfühlen, wenn es in diesem Look wäre? Ich finde schon wieder nicht. Kamera, oder was willst du machen? Entschuldigung, Moment. Was? Da, Filter. Okay, was könnte man lebendig? Ich will, dass es sehr lebendig ist. Ja, es ist super lebendig. Diese Filmkörner, also jetzt mal, aber im Ernst. Ja, das ist doch lame. Das ist wirklich, das ist aber auch nur lame. Diesen einen Modus. Wir haben quasi nur 20er Jahre und gar nichts. Aber man könnte das doch auch mit einem Schieberegler. So ist es mir zu blöd. Ich glaube, du kannst die Intensität ja runterstellen, oder nicht? Nee, kriege ich nicht. Du meinst jetzt hier? Nee, das ist nur lebendig, ne? Nee, siehst du? Tatsächlich. Ja, weiß ich nicht. Ja. Dieser Film-Grain ist halt irgendwie. Weiß ich nicht. Kali Bartmann sagt: Jetzt kommt einer der besten Kolosse. Wir dürfen aber nicht spoilern. Ich wüsste es auch nicht. Ich wüsste es nämlich tatsächlich auch nicht. Weiß ich nicht. Er schreibt das. Okay. Twilight Princess in HD. Ja, stimmt. Twilight Princess hat einen anderen Look. In der Zelda-Serie. Habe ich leider auch nicht richtig gespielt.
Twilight Princess? Ich auch nicht. Ich bin, es tut mir echt leid, ich mag Zelda ja schon, aber ich bin irgendwie so ein bisschen raus. Das aktuelle habe ich auch noch nicht gespielt, obwohl ich es natürlich schon tausendmal gesehen habe, unter anderem Speedrun. Ja. Meine Freundin spielt es auch. Aber irgendwie bin ich da. Keine Zeit mehr irgendwie. Ey, ich so viele Spiele einfach im Moment. Und eh schon seit Jahren. Das werden ja auch einfach immer mehr. Also, weil es gibt ja auch tatsächlich einfach zeitlose Spiele. Ja. Ich meine, ich spiele gut, aber das Remake lohnt sich für mich total. Genau. So, ne? Es kommen also, nur auch noch Remakes raus. Ja. Man spielt Spiele heute dann echt noch mehrfach. Also, die Zeit wird nicht mehr. Nee. Ey, wollen wir einen Kalender rausbringen, wo dieser Spruch drin ist? Und dann vielleicht noch so andere Sprüche. Zeit wird nicht mehr. Du musst mehr gucken. Du musst mehr gucken. 10 brauchen wir noch. Für jeden Monat brauchen wir einen Spruch. Das kann ja auch einer sein. 10 brauchen wir noch. Ist dann auch einer von diesen Sprüchen. Also brauchen wir eigentlich nur noch 9. Und das ist auch wieder eine. Also nur noch 8. Siehst du? Dieser Kalender ist gut. Ey, wirklich, einfach, wir machen wirklich den schlechtesten, unoriginellsten, ideenlosesten Kalender. Und das ist dann aber wieder unser unique selling point. Ne? Finde ich cool. Einfach, das ist bewusst scheiße. Auf einer Seite ist auch wirklich einfach nur ein Lachs. Also nicht aber nicht ein Lachs. Keine hübschen Frauen, die aber, Lachse halten. Ein Lachs vom Edeka, ein abgepackter Lachs vom ja, Edeka. Ja, ist in Ordnung. Ja, okay. Wo der Preis, und Barcode ist so mit Edding durchgestrichen. Nur noch 6, ja. Die haben ihn nicht mal ausgepackt. Was wird die mir denn machen? Oh, aber der Mutter muss dann doch schon irgendein dummes Zitat sein. Ich mach den jetzt, fuck. Morgen mache ich ein Kickstarter-Projekt. Und darunter ist noch verpackt, darunter ein Glück hat er Kieben oder sowas. Irgendwas Dummes muss er. Ist völlig egal, was da steht. Der Döler schickt mir seit 3 Tagen, schickt er mir so blöde GIFs, so die sich die Mütter ihren Kindern schicken und so, ja, irgendwelche bescheuerten und Weihnachtsgifts, also auch nicht mal, die passen noch nicht mal, ich weiß gar nicht, warum er mir die schickt, der spinnt einfach. Ey, unsere Mom ist übrigens, die ist voll, also die ist leider voll eingestiegen, die ist voll eingestiegen, die schickt halt auch in Krypto, ja klar. Nee, ihre Videos, die sie schickt, haben du erkennst in einer relativ kurzen Zeitspanne die Evolution meiner Mutter, die Verrohung durch das Internet. Verfacebookisierung. Nee, andersrum, also das hat schon angefangen und dann gab es eher so also Musikvideos, die sie rumgeschickt. Aber jetzt fängt sie halt an, jetzt findet sie den guten Shit. Und jetzt wirklich, ey, zwischen den Videos, die du in unsere Gruppen schickst und die sie inzwischen in unsere Familiengruppe, nee, die nähern sich immer weiter an. Ja. Das freut mich richtig, richtig stolz auf meine Mutter. Ja, das wirklich, ich verstehe genau, was du meinst, wenn die Eltern anfangen, Memes zu raffen oder nicht mehr den billigsten Scheiß rumschicken. Ja. Das ist super. Aber mein Vater hat es nie so richtig hinkriegt, meine Mutter gar nicht. Ja. Meine Schwestern können es ein bisschen. Aber ich krieg trotzdem zum Ostern, kriege ich dann wirklich einen gerenderten Osterhasen, der Mimi macht oder so. Ich denke, Alter, ey, das kannst du mir doch nicht ernsthaft schicken. Das ist unangenehm, ist mir das. Für dich. So, wer sowas macht, unironisch, das ist im Grunde, der outet sich. Das ist irgendein, wie wenn du sagst, ich habe keine Ahnung von Geografie oder Grammatik oder Mathe oder. Das sagt man einfach nicht. Das behält man für sich. So. Also, hast du denn ein Verständnis von Geografie? Null, natürlich nicht. Natürlich nicht. Jetzt glaube ich, warum ich gerade das genannt habe. So. Ich war überraschenderweise in Informatik sehr gut, 14 Punkte. Echt jetzt? Aber in Mathe furchtbar schlecht. 4 Punkte. Ja, weil. Ja, aber das ist beides dasselbe. Nein, das eine ist Theorie und das andere ist die Funktion. Ja, okay. Das eine beschreibt die Funktion und erklärt die Theorie dahinter und das andere übt diese Funktion aus. Jetzt komm! Also. Ja, so. Ich versuche natürlich wieder mal hier um den Berg rumzukommen, aber siehst du eine Lösung, wo es hier lang geht? Nee, ich lese aber lustige Sachen über Döler. Okay. Der Döler. Schick dir mal schlechte Ostergifts und Weihnachtsgifts. Und die dürfen nicht lustig sein, das ist das Allerwichtigste. Schick die ihm bitte mal. Kleine Rache von mir. Icebreaker fragt, ob du im Kreis geritten bist. Ja, bist du. Und ja, ich glaube, du bist ja. Ich wollte. Warte mal, da ist bestimmt ein Geheimnis da. Hier, steig mal ab. Hier. Nein. Geheimnis? Ey, schon ein bisschen. Komm jetzt. Ich bin ja im Kreis geritten, aber ich wollte ja auch im Kreis reiten. Ich finde den Eingang nicht. Der Chat könnte ja mal helfen. Ja, der Chat könnte mal helfen, aber dazu müsste man ihn lesen. Also, schaut euch mal die... Nein.
Hier steht, schaut euch mal die Leichen an. Gibt es hier Leichen? Nein. Oder? Vielleicht von den Kolossen, aber ich glaube, die sind weg. Ich weiß es nicht. Vielleicht würde eigentlich passen, dass sie dann zu Stein werden oder sowas. Ja, die zerbröckeln halt, ne? Okay, es ist halt. Simon, was sagst du eigentlich zu deinem RTL-Gastauftritt? Haben wir vorhin auch schon besprochen. Ich trinke Bier. Ach so. Du trinkst Bier, ja. Wir finden es lustig, weil wir bei Game One ja auch immer alles ignoriert haben, alle Rechte und, stimmt nicht, und ähnliche Dinge. Und das andere, das machen mit unserem Material, das erfüllt uns mit Stolz. Mhm. Benutze das Schwert mal genauer und nicht so ungefähr. Ja, okay. Als Tipp. Aber kann ich machen, ja, anhalten. Nach unten. Man fährt. Fährt. Irgendwie fällt es mir schwer, die Mitte zu finden. Unten vielleicht? Hier, da irgendwo. Ja, es ist, weil das Pferd sich die ganze Zeit so komisch dreht. Okay, also irgendwo in diese Richtung. Hilft mir jetzt leider nicht so richtig. Es könnte natürlich sein, dass ich von weiter unten kommen muss. Aber hier ist die Steppe doch ziemlich breit und weit. Also von wo sollte das sein? Vielleicht habe ich irgendeinen Eingang übersehen. Aber ich schaue schon die ganze Zeit in die Richtung. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht sollte ich nicht in die Richtung schauen. Kann man hier klettern? Was meinst du? Ich glaube nicht, ne. Ich sage. Aber hier die kleinen Statuen. Die Mission ist gepferdet. Das ist nicht schlecht, doch. Von Sheep ist epic. Ja, nicht gut. Ich muss. Verstehe ich nicht, ist auch gut. Was meinst du? Sind sie diesem großen Stein vielleicht? Ja, reite nochmal hin auf dieses Massiv. Also muss ja dann tatsächlich irgendwo da sein. Du bist gerade schon mal, also genau dazwischen, vielleicht gibt es da irgendwie. Jetzt rechts geht's halt bestimmt rein. Hier irgendwo. Nee. Da rechts kannst du rein. Das ist ein Riesentor. Ah! Naja, ein Riesentor sieht eigentlich aus wie eine natürliche Felsformation. In Torbogenform. Die auch nirgendwo anders hin hätte führen können. Was ist. Jetzt ist komplett dunkel. Nachtsichtgerät, bitte. Das ist ganz okay, so eine kleine Taschenlampe. Ich will eigentlich reiten. Gut, er macht das. Nein, jetzt reitet er falsch, oder? Falsche Richtung. Nee, ist richtig. Fett. Oh, toll. Hier wird der Fotomodus auf jeden Fall irgendwann mal ausgepackt. Oh, die Kamera kommt gerade nicht hinterher. Ja. Ach, fett. Ist geil. Absurderweise triggern verschiedene Settings, die wir jetzt durchreiten, bei mir Bilder von The Last Guardian. Also ganz, ganz. Ja, das kann ich gut verstehen. Die kleinere Passagen, die man so durchreitet, oder sowas, die triggern bei mir dann Last Guardian-Level so. Oh, toll. Oh, geil. Ey, da würde ich wirklich gerne Urlaub machen. Also ohne Kolosse so, aber da. Das wäre geil. Alter! Da würde ich. Oh, ja. Jeden Tag. Ey, was schwimmt denn da? Wasser? Hier rechts ist das ein. Ist das rechts? Ja, ich hab's gesehen. Ich nehme an, das ist so ein kleines Fischli. Ah. Fischli. Ja, das sind deutlich mehr Tiere als im Original. Aber das finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Obwohl es natürlich für die Message. Aber da sind wir wieder bei den Problemen auch mit dem Tutorial-Intro und ähnlichem. Also, es ist natürlich ein bisschen weniger mystisch, als wir es gewohnt waren. Ja, das stimmt, ja. Aber. Nein, von wegen so lebendig sein und so ein Kram und so. Ja, es war halt schön, dass diese Welt zwar erblühte und schön aussah und die Kolosse, aber eben, dass sonst nahezu dass sie aber verlassen war, genau, nichts Lebendiges in dieser, da war. In dem verbotenen Land rumkreuchten. Oh, was geht hier? Ich sehe nichts. Dunkel. Null sehe ich. Ich sehe auch nichts. Aber du machst das richtig gut, Simon. Fett. Vielleicht müssen wir noch mal irgendwie auf Hellstellen oder so. Das wirklich machen. Cool, das neue Uncharted oder Tomb Raider. Ja. Alter, es kann doch echt nicht sein, wie doof kann der Simon denn eigentlich sein, dass der hier
Filter. Ich denke, ich suche immer den Fotomodus, aber es geht ja über die Filter. Blass, Erinnerung, Nacht, keiner, klar, blass, warm, blass, kühl, Wald, komplementär, Mono, hell. Blass? Ja, blass ist halt blass, aber da siehst du am besten. Hast recht. Warum nicht? Auch eine Weisheit, blass ist halt blass. Wir sind heute voller solcher. Voller solcher. Kleinode. Ja. Daran, ne? Schwuppdiwupp. Gut. Geil. Ah, ja, ich weiß jetzt welcher. Das Kolosseum hier. Ich sterbe, wenn ich runterfalle von hier. So ich zum Beispiel. Nicht. Oh, geht. Ich hatte recht. So. Okay, es war vielleicht jetzt. Mal gucken, aber. Das ist schon das mehr ist Monster Hunter. Mehr. Oh, 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 ja, 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 ich sehe es. Die Energie ist gefährdet. Da war ich echt zu frech. So ein Stein wahrscheinlich nicht, ne? Ein Stein? Ja, so ein Alter. So ein Gesundheitsstein. Also kann ja sogar sein, dass ja, das kann, ist. Kann also sehr gut sein, ja, aber es ist ein Riesenareal. Keine Ahnung. Ach, ich schaff das auch so. Der hat doch, glaube ich, seine verwundbaren Stellen. Man muss ihn von der Wand schießen. Ach, oh, das ist hier richtig. Spiel vorbei. Okay. Spiel vorbei. Gut. Wir haben hier angeguckt. Spiel vorbei. Spiel vorbei. Hat sie gerafft? Spiel vorbei. Spiel gut? Nein, Spiel vorbei. Muss ich jetzt echt nochmal von vorne anfangen? Nee, komm, bitte nicht. Doch, siehst du. Ja, siehst du. So. Ey, meinst du, man stirbt, wenn man. Was denn? Was denn? Ja. Ich wollte dich dazu animieren, den gleichen Fehler nochmal zu machen. Runterspringen? Nee. Aber nein, das machen wir jetzt nicht. Die Energie brauche ich. 00 Yoda, wir haben gerade, das ist der siebte jetzt, ne? Ich habe mich mitgezählt. Siebter könnte sein. Siebter oder achter? Siebter oder achter Koloss, den wir jetzt gerade zu legen versuchen. Wir sind live. Und die Reihenfolge müsste die gleiche sein wie im Original. Glauben wir zumindest. War das nicht das, was du mit den Beinen machen konntest? Konntest du nicht die Beine irgendwie abdödeln? Von ihm jetzt? Ah, Alter! Ah, ich will rollen! Boah! Ah, und die Dinger darf ich, glaube ich, auch nicht rein hier, in diese komischen Dämpfe. Ich weiß, dass er an der Wand krabbelt, dann muss ich ihn irgendwie treffen und dann fällt er auf den Rücken und dann kann man draufspringen und schlagen. Aber wie man ihn dazu bringt, an die Wand zu krabbeln, das weiß ich gerade nicht. Ah, die Beine machen ihn zumindest wütend. Da ist er doch jetzt an der Wand. Ist er? Nee. Ach, ich dachte, er wäre hier über die Ecke. Nee, das war sein Rotzka. Ach, da. Okay, doch. Doch, siehst du? Ja. Jetzt an die Beine wahrscheinlich, ne? Sehr gut. Wo ist es? Ah. Nein, 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 nein. Halten. Jawohl. Ein Tritt noch. Nice. Okay, Kamera, okay. Jetzt kannst du mal die Fresse Alter. Halten. Okay, boah.
Nein, du sollst da hochgehen. Geil, ich muss wohl hoch. Pfeile da schon drinstecken. Okay, ich muss hoch da und ihn anlocken. Oh nee, da war ja wieder der Nebel. Bist du schon wieder tot oder was? Ach, der Nebel. Ärgerlich, wie dumm, ey. Ich bin irgendwie gar nicht daran gewöhnt, dass man hier sterben kann, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist völlig noch nie da gewesen. Nee. Ist auch das Remake jetzt, ne? Ja, also man kann natürlich im Original auch sterben, ne? Aber das passiert hier so selten. Ich glaube, das erste Mal, dass wir überhaupt sterben an irgendeinem Feind. Stimmt, ja. Spiel vorbei. Jetzt muss ich halt echt mal ein bisschen mehr aufpassen. Mhm. Was denn? Ja. Alles getimed, geplant. Nee. Na, kann ich dich triezen? Schnell wegrennen. Ja, wirklich. Ganz schön frech. Komm doch mal. Dann musst du dich an so eine offene Stelle stellen. Ah ne, jetzt geht er hoch, oder? Ja. Oh ne, oder? Das geht nicht wegen dem... Oh, da! Du musst die Beine wegflexen. Ja, ja, es ist... Ich versuche ja. Einen hast du? Aber ich krieg das Nebel, andere Vorsicht. Ball nicht. Mann, das eine Bein. Da, rechts. Jawohl. Oh nee. Nee, das war doch. Wollte ich eigentlich. Also. Damit ich dann gleich zustechen kann. Nice. Mann. Ey, komm jetzt, bitte. Halt dich doch fest. Oh, er hat schon wieder das, er hat schon wieder gemacht, Bulli. Klasse, zwei schaffst du. Nice. Einen noch. Nee. Nee. Ist aber wirklich nicht schwer eigentlich. Ist hier vielleicht ein bisschen langwierig jetzt. Ja. Ich versuche die ganze Zeit noch zusammenzureimen, ohne jetzt die nächsten zu spoilen, aber welches noch gibt, so an welche ich mich noch klar erinnern kann. So. Eins, zwei, drei, vier. Ich kann mich. Jetzt gerade kann ich mich wirklich nur noch an vier weitere erinnern. Mann, es ist wirklich. Plackerei. Gut, sehr gut. Ja, wieder nur zweimal. Oh, der hat hinten auch noch eins jetzt. Ja. Geht jetzt die Wand hoch? Das wäre toll.
Nee. Immer dasselbe. Für einen Koloss ist der gar nicht so groß. Nö, das stimmt. Es gibt auf jeden Fall noch einen kleineren. Die armen Kolosse, jedes einzelne liegt immer seelenruhig irgendwo rum und wollen sich sonnen. Sehr gut. Aha. Jawohl. Sammelt die Echsen an den Schreinen für mehr Ausdauer. Schreibt da einer. Okay, machen wir. Beim nächsten Mal. Twitch-Chat bekommt heute richtig Aufmerksamkeit. Ach so, ja, im Moment. Ach nee, weil wir im Superchat sind. Ja, manchmal vergessen wir, dass wir einen Superchat haben und nutzen dann nur YouTube oder nur Twitch. Super, super, Superchat. Ey, jetzt komm! Jetzt lass ihn. Du musst den anderen treffen. Oh, das war so klar, ey. Oh. Das wäre jetzt bei Dark Souls auf jeden Fall auch ein Finisher gewesen. Ja. Ah, okay. Komm. Da kommt er. Das letzte Mal muss der arme Sisyphus den Kiesel hochrollen. Und dann. Aggressiver Kiesel. Marco Kiesel. Okay, was geht jetzt ab? Komme nun! Jetzt weiß ich, was die Kritiker meinten, dass Team Ico die Kamera in jedem Spiel verkackt. Das ist korrekt. Wobei man hier sagen muss, dieses Fokussieren mit L2 ist wahnsinnig. Das ist toll. Also es ist eine gute, ein sehr gutes Feature. Haben sie ja bei Last Guardian auch gemacht. Ja, also immerhin haben sie das. Aber die Autokamera, die ist gewöhnungsbedürftig. Ja, das stimmt. Aber ich finde es auch vernachlässigbar. Es ist nicht so wirklich schlimm. Ha! Jetzt fällt er seinem Ende entgegen. Nur ein Hieb. Ein Hieb, nur Hieben noch. Sie. Und hiermit beende ich diesen Kampf. Oh Mann. Gut, meine Arbeit hier ist erledigt. Gut, ich gehe dann mal nach Hause, ne? Ja. Für euch. Nein! Da kotzt er. Da kotzt er fett ab im Strahl. Aber richtig. Ja, ihr Schweine. Du war mir eine Ehre, du mit ihm kämpfen zu dürfen, Herr Koloss. Herr Koloss, das haben Sie herausgefunden. Sie wären in der Theorie ein ebenbürtiger Gegner, was Größe und Stärke und möglicherweise auch Alter angeht. Aber Sie sind leider sehr dumm. Es war der Fehler, den Sie immer wiederholt haben, ja, der zu Ihrem Untergang führte, ja. Herr Koloss. Schau mal, haben Sie den Filmgrain-Filter benutzt. Aber umgedreht. Dieser
dieser Fehler Filmstreifen, der immer eingeblendet wird bei diesem Grain, der ist. Ah, nee, doch nicht. Das ist doch nichts. Filmriss. Aber der ist schon ein bisschen fertig, ne? Oh. Mal kurz checken, ob alles in Ordnung ist. Immer noch tot? Okay, check. Jetzt fragt er sich gerade, ob das alles wert ist. Und wenn sie schläft, ist sie ja ganz süß, ne? Aber wenn die den Mund aufmachen, nur Gemecker. Überleg's dir nochmal gut. Denk dran, was sie letztes Mal gesagt hat, als du dir ein neues Pferd kaufen wolltest. Oh Mann, ey. Ein Jesus erwachen. Ja, das ist sie, die Ehe. Ein oh Gott, was ist denn nun mit uns los, ne? Ja, och, och. Da waren die Tauben. Da waren die Tauben. So, wisst ihr was? Wir machen auch ein jähes Erwachen, aber erst in 3 Minuten später. Weil wir noch mal ganz kurz in die Werbung einspringen, aber dann machen wir tatsächlich immer noch weiter. Körner durchgenommen, live, das wir beide hier. Und Shadow of the Colossus. Bis gleich. Bis gleich. Hallo. Guten Tag. Wir mussten uns mit Kaffee bewaffnen. Koffein. Denn nur Kaffee und Koffein helfen uns bei der weiteren Jagd nach Kolossi. Das ist auf jeden Fall wahr. Ist es denn jetzt eigentlich richtig, dass die Mehrzahl von Koloss ja Kolossi ist? Ich weiß noch, dass wir früher schon darüber diskutiert haben. Kolosseum. Ich weiß es nicht. Kolossen. Ich glaube Kolossi, weil ganz viele sagen das auch so. Und ich bin jemand, der immer das macht, was die Mehrheit sagt. Ja. Insofern ist das völlig in Ordnung mit mir. Hallo Chat, ihr seid ja auch wieder da. Hallo Chat. Hoffentlich hat euch die Werbung gefallen, die haben wir extra für euch rausgesucht. Ne? Ja. Haben wir extra nur für euch. Dann machen wir aber weiter mit unserem Knaller durchgenommen. Wir zählen noch mal ganz kurz die Ruinen durch für die Leute, die frisch dazugekommen sind. Wir spielen Shadow of the Colossus, das Remake. Und wir haben auf dieser Seite 1, 2, 3, 4 Trümmerhaufen hinterlassen. Und auf der anderen Seite 1, 2, 3, 4. Ja, genau, ja. Pferd. 8 haben wir also schon Guck gelegt. Guck mal an, wie viele Statuen wir zerstört haben. Isis wäre stolz auf uns. Ja, stimmt. Da würden die sagen, gut gemacht. Würden sie. Wie viele sind noch? Ich hab's vergessen. Die Hälfte. Also die wir Hälfte haben jetzt also laut den Statuten. Statuen. Müssen wir noch 8. Die Statuten sagen ja, nur weitere. Statuten sagen noch 8 Statuen. Brauchst du nicht. Du hast doch gerade eben erst eine richtige fette Ladung schwarze Soße in dich hineingeschossen bekommen. Man weiß es ja nicht. Ist das eigentlich so ein bisschen auch eine Vergewaltigung, oder? Also der schwarze Schatten fragt nicht, bevor er in dich eindringt. Mit mehreren, das ist eigentlich ein Schatten-Gangbang, überlegen, der bringt seine Freunde noch mit. Das ist eigentlich unfassbar, ne? Ich hab eigentlich recht, ja. Gerade in der heutigen Zeit, ob das noch political correct ist, ich glaube nicht. Ja, es ist ein Remake. Stimmt, damit ist, ja, aber auch da muss man sich an die heutigen Gegebenheiten anpassen. Okay, das sieht ziemlich on point aus, die Richtung. Ja, machst du alles richtig. Aber ich glaube, ich kann hier nicht alleine so rüber, da ist die Brücke. Die Brücke, hallo Adler. Ja, hier das mit den Eidechsen habe ich nie gemacht. Oh, der Adler, guck mal, wie cool, ja, der wie der einfach mitfliegt. Ein Buddy der Adler. Buddy der Adler. Der Buddy der Adler. So, wir reiten. Geschwind. Baby und Tina, ey. Da. Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nur ein jähes Erwachen noch im Kopf. Ich weiß nicht genau, welcher Koloss jetzt möglicherweise auf uns zukommt. Auch ich weiß es nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Da geht's lang. Alles klar.
hinüber über die Steppe. Immer treten das Pferd. Eigentlich auch gemein, ne? Hm? Wenn man über das Pferd einfach die konstant treten, macht man das so? Nee. Ein gutes Pferd ist nie verkehrt mit seiner Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, nee, du machst ja, also du machst ja schon so ein bisschen die Hacken rein. Ja, ja, also die Frage, das und die sind natürlich auch gewohnt, dass sie so gelenkt werden. Ne? Aber so konstant immer treten? Nee, ey, was ist denn Nebel hoch? Also ich glaube, ein Pferd, also ich saß vor kurzem ja fürs Klimasland auf dem Pferd, ja. Und die hören nicht auf, von alleine zu rennen. Das sind meine Erfahrungen. Sondern die wollen rennen. Die haben richtig Bock drauf. Wie, du saß auf dem Pferd? Wir haben geritten. Der Finn und ich waren für eine Sendung. Aber warum? Das kann man sich schon mal jetzt fragen. Warum? Wenn das Pferd nicht springt, dann springe ich halt. Ich muss das prozessieren jetzt kurz erstmal. Also, guck mal, selbst das Spiel hat nicht erwartet, dass das passiert. Das ist wirklich, ich drück jetzt einfach nichts. Ah, doch, okay. Da musst du gerade überlegen, Moment mal, was gebe ich denn jetzt für ein. Haben wir noch diesen Endschirm? Du bist aber sehr ein Vollidiot. Dumm. Ach, den haben wir nicht mehr. Ja gut, ja. Dann mach halt Spiel vorbei. Hat er das wirklich gemacht? Hey Simon, kleiner Funfact. Pro 4 besiegte Kolosse wird die Kleidung schmutziger, die Haut heller, bleicher, das Haar dunkler. Ja, ja, ja. Und Mann bekommt und Tattoos. Narben. Hier, guck. Und krass. Ja. Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Können wir jetzt auch gerade, warte mal, stehe ich mal kurz auf, weil dann kann man das noch mal zeigen. Das hatte ich vorhin auch gesagt, dass er nicht gut aussieht. Das meine ich damit. Das war auch, kann ich mich erinnern. Das war auch beim normalen Spiel so. So. Wo sind denn jetzt seine Tattoos hier? Hä, hat er nicht Tattoos gehabt? Oh, nee. Ach Gott, ey. Was soll ich denn schon? Was? Jetzt muss ich wieder zurück. Na toll. Los geht's. Mehr Fun Facts. Du, wir haben alle vergessen. Ich beobachte schon. Auch hier. Haha, Simon, nicht die Hacken. Man treibt ein Pferd eigentlich mit den Innenseiten der Unterschenkel. Also man drückt so ein bisschen. Der Charakter im Spiel macht das auch nicht richtig. Naja gut, aber das ist halt dieses Cowboy-Hacken-Ding. Ne? Man will es sehen im Film. Im Film, ja. Wie man drückt das mit den Oberschenkeln halt zusammen? So, ja, du drückst, du gibst einfach Druck, du übst Druck aus. Ja. Ich, wie gesagt, ich bin überhaupt kein. Also, ich würde mich nicht mal trauen, im Pferd die Hacken reinzudrücken, sondern ich drücke da automatisch mit den Schenkeln. Meine Beziehung zu Pferden als ist. Als möchte ich Jungfrau bleiben. Als ich. Wirklich da. Ja. Was meinst du? Deine Beziehung zu Pferden endete damit, als ein Pferd mir einfach eine Kopfnuss gegeben hat. Als ich irgendwann mal mit einer Freundin mitgegangen bin und. Mir hat einfach ein Pferd so eine richtig fette Kopfnuss verpasst. Jetzt hatte ich wahrscheinlich mit Conan den Barbar verwechselt. Und, ja, er wollte einfach mit mir anbandeln. Ja, ja, super. Das ist super lustig. Dings aufs Maul haut. Das ist schon wirklich sehr, sehr lustig. Ja, ich wurde mal vom Pferd gebissen und ich bin auch mal, ein Pferd ist mit mir auch mal durch den Wald durchgegangen. Und das sind die zwei schlimmsten Erfahrungen. Wie konntest du echt reiten oder was? Als Kind war ich reiten, ja. Was geht denn, ey? Ja, auch nicht lange. Ich habe alles gemacht. Ich war im Tennisverein, Tischtennis, Sport, Fußball. Ich habe sogar Fußball gespielt. Aber da, ja, ich war Schwimmen, der LRG und war dies und das, Wandern. Ich habe ganz viel Kram gemacht. Pfadfinder? Ich fand's nur alles scheiße. Pfadfinder habe ich überraschenderweise nie gemacht. Aber ich habe so Öko-Freizeiten mitgemacht, wo sie Kinder indoktrinieren, dass unsere Welt bald zugrunde geht. Was ja damals vielleicht noch nicht so gestimmt hat, aber heute stimmt. Heute stimmt. Aber damals haben sie schon Panik gemacht. Ja. So, wir werden bald eine neue Eiszeit haben. Alle ja, Bäume, die ihr jetzt seht, die werden tot sein. Wir haben bald kein Wasser mehr. Hättest man nicht so läppsch, dann sähe die Welt auch heute anders aus. Na, also das ist schon gut, so? Während den Anfängen. Insofern ist das ja okay. Nur man wird dann älter und zweifelt dann an den heutigen Aussagen, also ich jetzt nicht, aber man liest es ja immer, dass Leute zweifeln, weil sie sagen, ja, früher haben die auch gesagt, bald sterben und so. Hätte man früher nicht so eine Megapanik gemacht, sondern es ist, ja. Weiß ich nicht. Das schadet halt, sage ich mal, dem Prozess heute. Das stimmt. Also liest man zumindest, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch. Aber Pferde sind cool. Das Glück auf Erden liegt auf den Rücken von Pferden. Pferden. Gezeichnet Aragorn. Nee, wer sind die Rohan? Genau, die Rohan. Die Reiter von Rohan, ne? Die Rohan. Auch suspekt, ne? Jemand, von dem man sagt, dass sie so eng mit Pferden. Ja. Ist ja klar, kommen Gedanken auf. Ja. Warum das so ist, vielleicht. Ja.
So, jetzt bin ich richtig, glaube ich. Ich habe die Hoffnung. Alter, sieht das schön aus. Ach, come on, bin ich doch falsch? Sieht doch links von vorbei. Ich will jetzt nicht. Na? Doch, ich bin richtig, glaube ich. Brrr, brrr, brrr. Jetzt reden sie alle über Pferde. Das ist doch ganz interessant. Ja. Okay, wie komme ich denn jetzt da unten hin? Ich habe eine ähnliche Situation wie du, Simon, wie du sie gerade eben hattest. Reite ich jetzt noch einmal drumherum und gucke, ob ich da einen Eingang finde. So, jetzt hier ran. Das sieht nach Eingang aus. Jetzt muss ich irgendwie nach links. Oh, das sieht toll aus, ja. Das ist wieder eine von diesen echt fast fotorealistischen Momenten. Ich muss irgendwo hier links in diesen Berg reinkommen. Da kommt man nicht hoch. Komm, ey, jetzt bin ich wirklich komplett rumgerannt, ne? Ja, die Suche ist ja auch, gehört ja zu jedem Koloss dazu. Oh, es wird dunkler hier. Okay, hier bin ich vorhin gestorben. Da unten geht's, wartet nur der Tod. Das hatte ich schon wieder vergessen, wie dumm ich da runter. Wie edel du da runter geflattert bist. Danke sehr. Dein edels ist als hättest du schwingen. Ja. Edel gefällt mir gut. So. Oh. Ich dachte gerade, ich weiß. Oh, ja. Ich glaube, ich weiß, welcher es ist. Ich glaube, jetzt weiß ich, welcher das ist. Was jetzt? Ich mach einen okay, ja, er fängt an. Okay, alles klar. Alter, was geht denn? Ich wollte dich mit einem Pfeil begrüßen. Ja, aber so. Er hat zuerst geschossen. Ja. Boah. Los, komm. Hast du nie Automata schon mal gespielt? Ja, aber nur die ersten 5 Stunden. Würdest du das empfehlen? Ja, schon. Also ich habe auch ganz, ganz häufig gelesen über all die Zeit, warum wir noch genau. Ja, mir wird das auch immer wieder empfohlen. Sehr, sehr. Ich glaube, das wird. Ich habe auch oft gehört, dass es ein unglaublich gutes Ende haben soll. Ich kann mir schon vorstellen, welche Richtung das geht. Story, also so Setting-mäßig und Story-mäßig. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel, glaube ich. So, wie war denn das jetzt hier nochmal? Einmal drumherum reiten. Boah. Ich muss gerade nochmal überlegen, wie wir den runterkriegen. Ich weiß es nicht. Um echt zu sein, sehe ich auch nichts. Hat hinten nichts. Das ist kein Panzer. Vielleicht Fell, ne? Muss ich ihm wirklich in die Augen schießen. Hier an der Seite kann ich vielleicht mit dem Pferd. Aber spektakulär, wie du da drum rumreitest. Also wie erst nichts. Ah, ich weiß es. Soll ich dir sagen? Nee, dann mach nochmal. Du wirst es rausfinden. Nee, da komme ich nicht ran. Es ist gar nicht so. Achte mal nicht so sehr auf ihn. Ah, okay, ich weiß es auch wieder. Alles klar. Danke für den Tipp. Das sagen nämlich alle, man muss Nier mindestens 3-mal durchspielen, beziehungsweise man muss es auf jeden Fall New Game machen, New Game Plus.
Na komm. Beweg dich doch mal jetzt hin. Auf diesen Geysir. Geysir. Na komm. Nein, 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 nein. Hier, 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 hier. Hier bin ich. Na komm. Na komm. Hier bin ich doch. Oh nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Na los, jetzt. Jawohl. Da? Jawohl. Ja, er ist perfekt, oder? Ist doch perfekt. Ja, da, da, siehst du die, die unten, am Fuß. Ach, da. Nein, warum denn beim Reiten? Ich wollte, dass es cool aussieht. Ja. Okay, jetzt, komm, mach es. Alter, Budi. Aus 3 Meter Entfernung. Ist das dumm gewesen? Ach komm. Jetzt, hier, bleib doch genau. Bleib einfach da. Und Geysir, bitte tu nochmal das gleiche. Mach es. Jawohl. 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 Musst du alle einmal treffen? Ja, jetzt den noch. Das sieht gut aus. Jawohl, er fällt. Toll. Boah. Frage ist nur, was jetzt? Auf dich rumzurollen. Boah, ist ja groß, ey. Trotz allem. Hier müsste ich hochkommen, oder nicht? An der Seite. Komm schon, nicht so lahm. Hier. Ja. Perfekt. Da kommst du jetzt nicht mehr runter. Ja, ich bin auf seiner Bauchseite, ne? Also ich müsste. Schwert? Hab ich. Hm, okay, leuchtet nicht, ja. Weiß nicht. Vielleicht hoch. Ja. Ich muss auf die andere Seite finden. Kommen und dann dreht er sich, glaube ich, gleich. Nein, 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 jetzt dreht er sich. Oh, oh Glück gehabt. Boah. Wow. Das hast du aber geschickt gemacht. Danke. Nur, was nun? Da hinten vielleicht? Ja. Den Balkon, Alter. Aber auch nicht. Hier kannst du dich nicht festhalten, da musst du echt aufpassen. Links oder rechts runterlaufen. Ja, und dann sie erinnert mich ein bisschen an die Scarab-Spinne in Halo. Ja. Wow. Alter, bitte nicht. Tu uns keinen Fehler. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Warte, nee, warte. Hier Sprung. Ist nichts. Hier ist nichts. Sicher? Okay. Ja. Boah. Puh. Nee, hier habe ich nichts gesehen. Und doch vielleicht nach vorne. Der Chat sagt eventuell am Anfang am Nacken. Ja, ich laufe da jetzt hin gerade. Ach komm. Oh! Ja. Ah, Mann, ey. Aber die zweite Stelle ist, glaube ich, an der Seite. Boah. Jetzt fragt er sich, was das soll. Oder hat er wirklich nur eine Stelle? Nee, das kann nicht sein. Ja, vielleicht doch. Ja, ich glaube, der hat nur eine. Das ist schlecht. Fühlt er sich dann benachteiligt eigentlich, wenn er nur eine Stelle hat? Oder ist es so cool? Ah. Also der ist jetzt hätte ich gerade nicht so schwer.
Der ist wirklich sehr einfach. Die Menschen im Chat empfehlen allen anderen, die es vielleicht noch nicht gespielt haben und sich das kaufen wollen, die schwer auf schwer zu stellen, also die schwere Version zu spielen. Da scheinen die Kolosse noch ein bisschen aktiver auch zu sein. Wir spielen auf normal jetzt hier, ne? Wollen wir auf schwer umstellen? Nee. Oh, Kopffontäne. Ach ja, tut mir leid. Guck, in der Luft. Bitte sehr. Toll. Du bist daran, Simon. Bei dem Spiel ist halt eher der Weg das Ziel. Das ist korrekt. Ich fühle mich auch, es hat wirklich was Meditatives, weil es ist nicht sehr schwer. Man kann sich wunderbar unterhalten, sogar noch zwischendurch. Man reitet währenddessen auch nur sehr viel, bis man den kurzen Kampf hat. Ich finde das schon irgendwie sehr unterhaltsam. Aber es ist nicht wirklich fordernd. Nö. Das kann man nicht sagen. Muss es auch nicht sein, aber ich hab's tatsächlich aber auch schwerer in Erinnerung. Ja, wir haben auch, glaube ich, als wir es zum ersten Mal gespielt haben, da entdeckt man das Ganze ja noch ein bisschen anders schon. Und neu. Plus, ich meine, da liegen 12 Jahre dazwischen, sind wir einfach mehr so Programmer geworden. Ja, wir spielen ja jetzt auf hell. Ist ja allgemein bekannt, dass wir schon mit die Besten sind, die im deutschen Raum jemals ein Pad in der Hand halten. Ja, auf jeden Fall. Ja. So ist das. Insofern ist das auch nur gerecht. Ja, ja. Was macht denn Gregor da? Einspruch. Ah, sehr gut. Weißt du, welcher das ist, ne? Ja. Ach, so schnell kann man auch ein paar Leute da draußen triggern, ne? So schnell geht das. Das ist easy. So, Nummer 9 ist erledigt. Und wir wandern zu mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mehr als die Hälfte ist abgearbeitet. Okay, wir sollen einen weniger hellen Filter, also ist eine Frage von einer Person, weniger hellen Filter einstellen, solange wir nicht in Höhlen sind. Völlig richtig, wir müssen die Filter auch immer wieder mal wechseln. Erinnerung, Nacht, keiner. Komm, wir machen mal keinen. Einfach mal keinen. Einfach mal keinen. Ja, kein, nicht immer ein Filter. No Filter. No Filter. Er sieht aber gleich nicht mehr so gut aus. Ja. Ich denke mir so, ist aber blass. Oh Mann. Guck mal hier. Tippitoe. Tipp, 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 tipp. Ah. Ja, wir können auch, lassen wir das Pferd einfach mal zu Hause. Laufen einfach mal. Machen das Spiel ein bisschen länger. Das Gegenteil vom Speedrun, Slowrun. Einfach Alter, so maximum lange brauchen. Die Funny or Die Dinger kennst du ja, ne? Hier von wegen Two Guys Hug for 45 Minutes. Ich habe neulich, kein Witz, weil du gerade Slowrun gesagt hast, die haben das Thema auch aufgenommen. Und ein Typ isst eine Pommes, aber wirklich ultra langsam. Und das ist so unglaublich anstrengend, an die anzugucken, weil der sitzt da 2 Stunden für eine Pommes. Wo kriegen die Leute her, die das machen? Er sitzt vor einem Berg von Pommes und ey, der holt da Ketchup raus und macht alles ganz langsam. Ich kann es mir sehr gut vorstellen, ne? Und denkt die ganze Zeit drüber nach, wie über die Konsistenz der Pommes und wie er sie jetzt halten soll und so. Und das ist wirklich super. Wo glaubst du, auf welcher Seite des Canyons auf ist es? Der anderen Seite. Gucken, ja, mal gerade gucken. Hier, ne? Da. Ich glaube, es ist. Ey, bleib stehen, Pferd. Also schon. Ich glaube, es ist auf der Seite. Auf der anderen. Also. Hier über die Brücke. Was glaubt ihr? Sind die Kolosse nett oder super assig? Vielleicht haben die ja alle Menschen weggeekelt oder haben Sachen ignoriert, wie mal den Rasen des Nachbarn mitzumähen. Ha? Super assig ist das. Ja, vielleicht ist das ja für die wirklich eine Bestrafung, dass sie hier in diesem verfluchten Landen umherstreifen müssen.
Ey, in Ostwestfalen-Lippe, ne? Lippe, was? In OWL, wo ich auch groß geworden bin, ne? Ich weiß es noch, das ist wirklich, das war ein Affront, wenn du deinen Rasen nicht gemäht hast. Ja, das fanden die Leute richtig scheiße. Das fanden die einfach richtig scheiße. Ja. So ist das. So ist das. Ach. Irgendwie sind alle Spiele voll auf Töten ausgerichtet. Schreibt Klasen. Ich weiß nicht. Wie viel Prozent aller Videospiele sind auf Töten ausgerichtet? So grob? Naja, also du meinst jetzt Spiele, in denen mindestens einer getötet wird, oder Spiele, die als Fokus töten haben? Weil als Fokus töten haben. Auch ein Strategiespiel, ne? Da tötest du ja auch. Oder Wirtschaftssimulationen, wenn du da vielleicht die Leute verhungern lässt, dann tötest du die ja auch. Sims zum Beispiel, ja, da tötest Spielziel. Du jetzt nicht. Also du kannst, doch, du kannst die Leute auch töten. Ja, ich weiß, aber das Kernziel ist weniger töten als töten. Ja, ich glaube 80% aller Spiele. Aber das ist jetzt einfach eine Zahl. Aber es werden weniger. Es wird langfristig weniger. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber töten muss immer sein. Töten geht immer. In Spielen. Es ist immer eine angemessene Motivation, ein Spiel zu spielen. Dass man darin jemanden töten kann. Das sollte man vielleicht jetzt nicht aus dem Kontext irgendwie nehmen, wenn RTL mal wieder irgendwann schlecht gekackt hat, aber... Ich trinke Bier! Du, ey, ist gut, wenn die das nächste Mal ankommen mit irgendwas wieder... Ja, können wir das vorhalten, ja. Das Damoklesschwert einer Klage über ihrem Kopf. So, was mache ich denn jetzt hier? Ich reite einfach weiter. Siehst du, wie der Rasen wegstrapst, genau. Durchs Getreide. Ich glaube, dahinter ist die Wüste... Gubis. Die Wüste Grobi, wie der Grobi von Muppets. Nee, Sesamstraße. Spring mal an den Adler und halte dich fest. ich fände es geil, wenn es klappen würde. Ich würde es gerne auch machen, aber ich weiß, dass es nur ein Gag ist. Aber es wäre schon ganz lustig. Das wäre lustig, klar. Sowas wäre mal ein Easter Egg. Das ist aber auch toll, ne, wie der mitfliegt. Ja, das ist schön. Er begleitet mich. Er weiß um die Wichtigkeit meiner Mission. Und salutiert mir. Wir müssen vielleicht doch nochmal nach der Wüste gucken. Desaster Artist Savoy. Ich habe 4 Karten. 25 Euro. Wir werden hier gerade in Desaster Artist eingeladen. Ich wäre dabei. Wer ist denn Desaster Artist nochmal? Aber ich muss heute Abend doch arbeiten. 19 Uhr. Ich muss doch leider arbeiten. 19 Uhr, 4 Karten. 19 Uhr, 4 Karten. Nee, aber da kann ich leider wirklich nicht. Da bin ich Band of Beans. Wollt ihr den Buddy? Wollt ihr, dass der Buddy mit dem Ede ins Kino geht? Savoy. Ist das ein Film oder was? Ein Film, The Disaster Artist. Was ist das? Du kennst The Room nicht? The Room mit James Room? Franco. Ja. Nee, kenn ich nicht. Echt nicht? Nee. Du gehst da heute rein, lässt mal schön. Aber man muss das Original kennen. 3 Plätze neben dir frei, damit dich keiner belästigt. Mhm. 4 Karten, 28 Euro. Ach, du willst uns gar nichts Gutes tun. Du willst einfach die Karten Geld loswerden, oder? Du hast einfach nur Scheiße gebaut und willst die Karten jetzt loswerden. Ich dachte gerade wirklich, du bist voll nett und mein Kopf rattert die ganze Zeit. Denk, warum 30 Euro das? Und ich gehe runter um 10 Euro. Also, ja, aber verkaufst doch den Leuten da. Oder lass es Nils auf eBay. Ist es live? Das ist live. Ey, wann? Ist das live? Okay. Hier, das ist ein Mikrofon für dich. Warte, ganz kurz. Ganz kurz, wichtig. Ja, klar. Ganz kurz, wichtig. Was? Nils, gib mir kurz das Mikrofon. Oder gib mir kurz das. Nils, schon. Okay, Leute, passt mal auf. Heute um 19 Uhr im Savoy-Kino in Hamburg. Richtig geile Plätze. Mitte. Ich habe die vor Monaten gebucht. Das sind die besten Plätze im Kino. Ich schicke dich und 3 deiner besten Freunde ins Savoy-Kino. Wenn ihr da Bock drauf habt, heute in Hamburg, ihr werdet viele Rocket Beans-Leute dort treffen, dann schreibt mir. 28. Was habe ich dir gesagt für den Preis? 32 Euro. an das Hashtag. Nee, schickt's mir per Twitter einfach. An Etienne2Go. So. Das ist schlau von dir, das ist schlau. 4 Tickets, ohne Scheiß. Und ich gebe die raus für wenig Geld. So. Wenn ihr Bock habt, heute einmalige Chance. Das sind die Disaster Artists mit James Franco, Originalversion. What? Okay, danke schön. Ja, und jetzt? Nee. Doch, komm, mach den doch mal. Wieso kannst du denn nicht? Mach den doch mal, den kannst du doch. Ja, es ist ja auch wie Monster Hunter, nur ohne Loot-Shit. So fing es an. Dreieck, treten. Fährt. Habt ihr das schon rausgefunden? Acceleration. Das, was jeder macht. Du hast es auch aus Versehen gemacht eben. L2, du musst auf dem Pferd bleiben, Digga. So? Ja, wirst du herausfinden. Ja, ich schon bei dem. Okay. Du musst L2 gedrückt halten, dann fokussierst du den Gegner. Und Gas gibt das Pferd mit Dreieck übrigens. Das haben wir uns alle gefragt.
Und mit L2 kannst du ihn markieren. Alter! Stumpf umgerannt. Herrlich. Kann man das Pferd töten? Das ist deine Frage? Kann man auch das Pferd töten? Das willst du nicht machen. Ich frag mich das nicht. Das Pferd stirbt immer am Schluss. Der Pferd stirbt immer zuletzt. Wo ist er denn jetzt? Wie reitet man denn? Dreieck. Immer gedrückt halten. Vorsicht, da kommt du musst Dreieck drücken und dann wirklich. Ja, siehst du? Oh! Jetzt hat er dich fast gehabt. Wie komme ich jetzt auf ihn drauf? Das weiß keiner. Ja, da musst du draufspringen und dann dich am Haar festhalten. Und dann R2 gedrückt halten. Aber warum denn jetzt? Alter, das sieht ja komisch aus. Warum denn Pferd? Kann man nicht auch ohne Pferd? Ich würde es auch ohne Pferd. Echt? Ich würde es auch ohne Pferd machen. Du würdest auch ohne Pferd machen? Ich würde es ohne Pferd machen. Ich hätte es jetzt mit Pferd gemacht. Warum denn mit Pferd? Ich hätte das jetzt. Ja. Endlich jemand mit Skill, ja. Das will ich jetzt sehen, Eddie. Das gilt es erstmal zu beweisen. Ja. Das gilt nicht. Jetzt auf dem Schwanz drauf. Wie denn? Ja, jetzt gerade geht nichts. Zwei musst du gedrückt halten. Ah, ich glaube, das heißt, du bist tot. Wir machen kurz Werbung. Das ist ein guter Moment. Ich habe eigentlich nur drauf gewartet. Ich wusste, es wird kommen. Und dann seid ihr vielleicht noch da, vielleicht nicht. Wir werden es nach der Werbung erst erfahren. Das ist spannend. Hallo, guten Tag. Wie ihr seht, ist der Verkäufer von 4 Tickets verschwunden. Ja. Entsandt. Möglicherweise ist er auf einer wichtigen Mission. Er hat sich beschwert, dass niemand. Eine zeitkritische Aktion. Ja, ich glaube, er hat sich sehr beschwert, dass niemand bisher auf sein grandioses Angebot, überteuerte Kinokarten ihm abzunehmen, eingegangen ist. Dann doch lieber ein alter Opel Corsa. Den? Ja. Mit dem kannst du dann noch ins Kino fahren. Jetzt sind wir mitten in der Schlacht. Nicht mehr. Nee, nicht mehr, stimmt. Ne? Jetzt sind wir mitten in der Schlacht. Kurz rein, ja. Dann sehen wir noch den letzten. Hallo? Oh nein. So, jetzt sehen wir noch die letzten Zuckungen des Endgegners. Gleich werden wir gegen ihn kämpfen. Also die ersten Zuckungen dann in dem Sinne? Die ersten, ja. Dann kommen die letzten. Die letzten aber kommen immer zum Schluss. Noch hat er sich nicht komplett gezeigt. Noch hat er nicht sein Antlitz, sein Augenlicht gezeigt. Ja, gucken wir an, ne? Wie er sich da unter dem Sand wo ganz wohl fühlt. Er wieselt umher. Bei dem sagt man nicht, wie bei den Medien, es versendet sich, sondern es versandet sich. Ja, ist gut. Okay, was nun? Ja, ich sag nichts. Ich glaube. Und dann hier so hin? Nee, so hat das nicht geklappt. Alter! Vorsicht, da kam eine Flosse. Probier es erstmal aus, sag ich mal. Aber, und dann gebe ich dir möglicherweise nochmal einen Tipp. Also, du weißt es, wie es geht? Nee, ich glaube ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da an sich schon ganz richtig bin. Mit dem, was ich so mache. Was mal, blendest? Willst du ihn blenden? Willst du ihn verbrennen? Naja, ich habe mir gedacht, dass das vielleicht was bringt. Aber wenn du so fragst, wahrscheinlich nicht, oder? Ist er denn überhaupt da in der Ecke? Achso, da kommt er ja. Das bringt wirklich gar nichts. Ich hab gedrückt. Ach, springen vielleicht einfach, ne? Vielleicht einfach mal tot. Vielleicht einfach mal springen. Ja? Nee? Nee? Hm. Auch nicht? Hm. 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 Könnte richtig sein, ist falsch. Ja. Hm. Und das Pferd ist einfach, steht da und denkt mir, what the fuck? Ja, soll ich das Pferd nehmen oder was? Bist ja, du dir. Du bist, ja. Warum bist du so überzeugt davon, dass das Pferd sein muss? Weil es gab eine. Dieser Koloss, ist mir sehr, sehr tief im Gedächtnis geblieben. Muss vor ihm wegreiten. Und erst dann zeigt er seine Fresse irgendwann. Und dann kannst du abspringen. Und genau das fand ich super widerlich, als ja, das erste ich Mal weiß genau, habe. Was du meinst, wenn die Augen sehr nah dran verfolgen. Sind. Genau. Ja, ja, ja. Und das doch jetzt klingelt. Und das. Und dann aber draufspringen von hier aus? Ich meine ja. Oder muss ich ihn vielleicht gegen. Oh, Alter, okay, das ich weiß gar nicht, ich sehe nichts. Das war ein bisschen aggro. Moment, ich stell mal auf hell. Ja, das ist schlau. Scheint es nicht besser zu machen. Nicht ne? Viel, nein. Oder, jetzt muss ich aber tatsächlich auch nochmal überlegen. Also ich wäre jetzt tatsächlich abgesprungen, dass er unter dir wegtaucht. Aber es kann sein, dass so du Säule? Genau, du kannst ihn auch, glaube ich, gegen diese Säulen steuern. Hm. Ich kann mich nur an die Augen erinnern. Ja, aber das hat dir ja geholfen. War ja richtig. Ihr müsst aufs Pferd, da muss er euch verfolgen und ihr müsst den mit dem Bogen abschießen.
Auge schießen. Hm, das hatte ich ja. 1, Pferd nehmen. 2, reiten bis der Koloss den Spieler jagt. 3, ins Auge schießen. 4, Werbung machen und trollen oder die Bohnen mache. Oder die Bohne mache. Ah! Wie? Ah, er ist dagegen. Also okay. Doch auch richtig. Los jetzt. Schön ins Rückentattoo. Aua. Oh, Arschgeweih. Aua, ey, direkt Bandscheibe, ey. Das ist wie Tattoo-Entfernung. So ähnlich geht das. Nee, das ist Anti-Tattoo. Die Tinte kommt raus und nicht raus. Ja, sag ich ja, Tattoo-Entfernung. Ja, das stimmt, du hast recht. Du hast ja vollkommen recht gehabt von Anfang an, Simon. I knew it! I knew it! Okay, das war ein sehr erfolgreicher erster Stich. Mhm. Sehr gut sogar. Guck mal, die Hälfte hast du schon weggelötet. Fast ein bisschen schade, weil beim ersten, also wie immer, ne, das ist, Eddie sagt ja auch immer, oh Gott, wie sehr würde er sich wünschen, noch einmal frisch Dark Souls oder Demon's Souls zu spielen, weil die Faszination von solchen Videospielen ist es immer sehr häufig, selber auf die Lösung zu kommen, auch wenn, ne, wenn es sehr lange dauert. Oh, wie schön der hier verendet. Ah! Na, siehst du? Okay, so ist es. Ja, genau. Na, jetzt ist er aber zu weit weg, verdammt. Komm, Pferd! Wir haben einen Job zu erledigen. Reite, geschwind wie der Wind! Deine Lenden tragen mich zum Feinde hin. Alles drängt zum Feinde. Nice! Oh, wo ist nun das Tattoo? War da oben. Alter, er macht gar nichts. Ey! Run! Nein. And suddenly I was on top of the creature and I took my sword. I was born with my sword and I pushed it deeply into the giant creature's tribal back. He screamed in agony. He didn't know what to do. I just pushed and pushed until he died. Ich schüttel den Kopf. Das Ding hat's aber wirklich verdient, der Dumme. Zwiebel und Hohne schreibt so wunderschöne Poesie. Mhm. Mhm. Das hat's verdient, oder was? Das hat's verdient, der war dreckig. Wie Simon angibt mit seinem Englisch, weil du in London bist. Yes, hello. Yes, I've learned to talk English. This is my British accent. Nee, du hast, you have a great British accent, Daniel Budiman. You talk like a native British lord. You can talk like a British lord. Yeah. And I always thought, this man is going places. This man is going to London. To broaden. Scheiße, wir müssen unser Pad aufladen. Ja, unser Pad, wir haben unser Pad leer gespielt. Das ist wirklich beeindruckend. Liegt aber auch daran, dass es hier die ganze Zeit vibriert. Wir haben die Vibration nicht ausgestellt. Ja, aber das scheinbar auch, gehört ja auch dazu. Zerrt das ein klein wenig. Müssen wir einfach ein bisschen näher. Am Armpad. So, wir haben jetzt wahrscheinlich wieder Werbung. Echt? Ernsthaft jetzt? Er kann es, also ich vielleicht auch nicht. Hier diese Uhr, sie zeigt auf 0. Nein, bis 18 Uhr. Wir haben noch einen, schaffen wir vielleicht dann noch. Genau. Machen wir noch einen, super. Ich muss leider auch pünktlich aufhören. Aber wir haben ja auch nur noch 12 Minuten. Ja. Gucken wir mal. Okay. Da reiten wir doch mal geschwind hin. Und machen wir erstmal ganz kurz, ich speichere mal vorsichtshalber, ne? Das ist eine gute Idee. Besser ist.
Speichervorgang getätigt. Ja, beschreibe ich. So, und dann mal gucken, ob wir noch einen schaffen. Das natürlich. Wäre echt geil. Das läuft so wie sowas von wie am Schnürchen gerade. Wir haben echt Bossglück. Bossglück. Abro. 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 Na komm. Abro. Ja, also auch die paar Meter hättest du jetzt auch noch laufen können, finde ich. So, das war doch bestimmt in diese Richtung. Batzenmatzen. Batzenmatzen. Hatte ich schon wieder vergessen, ey. Glatzenatzen. Schnarzenbatzen. Glorzenborzen. Ey, wir haben eine Sendung, über die wir die ganze Zeit nachdenken, wie wir sie nennen, und wir sind unzufrieden mit dem Namen. Jetzt bleibt es wahrscheinlich dabei, aber wir hatten wirklich kurz überlegt, ob wir es nicht Gnarzenbarzen nennen. wo wir dann uns gegen entschieden haben, obwohl ich es immer noch nicht ganz verstehe, weil es ja suggerieren könnte, also Barzen steht ja für Kiffen. Aber wir finden das Wort dafür nur geil. Gnarzenbarzen. Ja. Aber eine Sendung, die so heißt, die merkt man sich. Gnarzenbarzen. Gnarzenbarzen ist so undefiniert definiert. Ja. Das ist ein Widerspruch. Ich mag's. Marxen. Ich mag'sen Darzen. Mann, Mann, Mann. Okay, du so holst das. Jetzt noch schnell den Koloss. Wir haben noch 10 Minuten. Yes. I will try. Nimm aber diese alte, windige Brücke. Weil die andere ist mir suspekt. Alter, der Wasserfall da unten. Wow. Was geht denn da ab? Hä, der war das schon immer so? Haben wir da nie hingeguckt? Da war kein fucking Wasserfall. Boah. Das sieht ja geil aus. Das ist ja echt fett. Sag mal. Kann ich da rein? War der vorher schon da? Der muss ja vorher schon da. Wir haben einfach immer nur nach links geguckt, scheinbar. Krass. Ah, fett. Da hättest du mal reinspringen können. Guck mal, wie voluminös das aussieht. Da ja, diese die schaumige. Also haben sie gut gelöst, dass das cool aussieht. Wow. Ja, finde ich auch echt geil. Aber da komme ich. Ja, da, nee, das, jetzt habe ich nur 10 Minuten. Ich versuche nochmal zum Koloss zu kommen. Sonst würde ich da einfach knallhart reinspringen. Aber um es auszuprobieren, ob das geht. Yippie-ki-yay! Ich habe eine grobe Ahnung, welcher Koloss jetzt kommt. Ist laut Chat ein kleiner. Ich denke, das genau. Ist jetzt kein großer aber Spoiler, aber ich wüsste auch nicht, wer. Ich glaube, dann weiß ich es doch, wer es ist. Ach komm. Komme ich hier nicht rüber, oder was? Sag nicht, ich muss den ganzen Weg zurückreiten. Das oh, ne. Muss ich... Das wäre jetzt echt mega blöd. Da ist doch eine Brücke, ich Idiot. Führt der Weg auch noch dran rum. Ich bin ein bisschen abgelenkt vielleicht, ne? Da kann man einfach rüber. Oh, nein. Ups, Entschuldigung. Ja, ich habe gerade parallel versucht. So ist das mit dem Reiten und nebenbei. Soll ich mal, Strom Moment, ich nehme mal hier, ich mach das mal. Ich kümmere mich mal drum. Ach so, Schnitt, nee. Schwarzbild, ich weiß, aber wahrscheinlich passiert's nicht. So, jetzt kannst nice. Du... Danke sehr, Simon. Ja, Moment, vorsichtig. Achtung. Bitte bewegen Sie niemals, unter keinen Umständen. Die Konsole ja. Wäre deine CD eingelegt. Oh, dieser Wald. Ja. Toll. So, gibt's hier nochmal Früchte? Das sind Pilze an der Wand, ne? Nicht essen. Nicht jeden Pilz einfach so essen. Aber es würde mich jetzt schon wieder kurz interessieren. Ja, nee. Durch. Boah, schön. Wie sieht das aus? Ja. Da rauf. Vielleicht musst du drüber laufen. Das sieht nicht so aus, als ob ich da runter könnte. Boah, nee. Sieht nicht mal den Boden. Ah, oh, diese Schmetterlinge. Das ist echt nice. Das erinnert mich an Legende. Das, kennst du den? Legende, nee. Weißt du, ein klassischer, ist eigentlich ein bekannter Film, aber ein relativ unbekannter Tom Cruise-Film. Den vergisst man gerne. Mit ihm als so wirklich so ein wunderschöner Prinz. Und Tim Curry als Teufel.
Ach, echt? Und soweit ich mich erinnere, ist es zum ersten Mal, dass der Teufel so klassisch mit Hörnern und so in diesem Film auftaucht. Und das ist ziemlich geil. Also es ist halt wirklich ein reiner Fantasy-Film, ganz klassisch, aber gut gemacht. Ach man, ich komme da nicht lang, ey. Bin ich in der Sackgasse oder was? Nee, sag mir nichts. Ja, ist halt, wie gesagt, ist halt so ein, echt so, das erinnert mich gerade sehr dran. Das ist einfach, der ist so wunderschön, ne? Auch überall ist alles wunderschön und so, wie in einem Fantasy-Ding halt. Naja. Ach man, nee, ich bin hier falsch. Aber... Das ist ein ziemlich dichter Wald hier, ey. Muss ich hier lang? Ich glaube, da bin ich falsch. Ich muss hier, glaube ich. Guckst du eigentlich mit deinen Kindern Filme? Also schon? Nee, also nicht. Also noch nicht. Disney oder? Nee, noch nicht richtig, nee. Ja, die sind noch zu jung, oder wahrscheinlich? Ja, ach, ich hab mit meinen Jungs versucht, Yoshi's Island zu spielen. Auf dem Super Nintendo. Und, das ist doch super. Der große Wäscher, der hat auch Bock drauf. Mit dem spiele ich gerade nicht Wonderboy. Das neue Doom. Genau. Ja. Wonderboy? Ja. In Monster. Oh, hier links geht es übrigens lang. Ja, ne? Hast du gesehen? Ja, aber ich. Nee, aber hier bin ich doch gewesen, verdammte Scheiße. Ich komme hier nicht weiter. Ach, da bist du. Okay, ja. Nee, Entschuldigung, ich. Wenn wir jetzt bei Last Guardian wären, müsste man einfach Trico die ganze Zeit angucken und einfach hoffen, dass er irgendwas Sinnvolles macht. Aber ich kann hier nicht runter, oder doch? Ey, nee, Mann, das kann es da nicht sein. Da ist nichts. Aber die Richtung müsste eigentlich stimmen. Oh, Mann, oh. Nee, ich bin hier wirklich falsch. Ich muss auf die andere Seite kommen, irgendwie. Oder muss ich tatsächlich einfach das Pferd jetzt hier lassen? Das ist... Das ist es. Ich versuche die ganze Zeit in meinem Gehirn irgendwie so zu überlegen. Ich habe jetzt gar nicht so aufgepasst, aber ich sehe auch keinen Weg. Außer halt vielleicht am Gebirge entlang. Ich habe es gerade mit dem Pferd versucht und Argo, aber das ging nicht. Deswegen, vielleicht ist das wirklich etwas, wo ich nur zu Fuß lang kann, aber. Nee, da ist kein Pfad, da ist kein Weg. Gar nichts, ey. Dann bin ich hier einfach falsch. Kann doch nicht sein. Das ist zu schön. Bin ich einfach falsch. Das muss richtig sein. Doch, jemand sagt, ich glaube, die Brücke eben war falsch. Ja. Ich glaube auch. Zelosia ist der nächste Koloss. Ist auch kein Spoiler, weil niemand weiß, was das jetzt genau bedeutet. Xenolithe? So, na gut, dann muss ich hier weg. Aber es war so schön. Ich kann mich irgendwie auch überhaupt nicht an diese Stelle erinnern im Alten. Na komm. Ja, also ich bezweifle, vielleicht schaffen wir es gerade noch zum Koloss irgendwie, aber Das ist doch nicht schlimm, ja. Letztes Mal haben wir auch beim Koloss aufgehört. Finde ich ganz gut als Teaser, Cliffhanger, ein bisschen. Du musst relativ pünktlich aufhören. Leider. Vielleicht, mal gucken, vielleicht mache ich den noch schnell alleine oder so, wenn wir schon da sind. Das geht ja doch recht schnell. Ist aber gerade echt ein bisschen störrisch hier, der will nicht schneller. Ja, ich kann mich erinnern, dass wir auch darüber mal ein Game One Special geplant hatten oder es vielleicht sogar gemacht haben, dass die Pferde eben unterschiedlich störrisch sind. In Gun ist es ja mehr wie ein Auto. Ja. Hier ist es so fertig, also macht nicht immer genau das, was du läufst, nicht immer, reitet nicht immer genau da lang, wo du es eigentlich willst. Oh, ist das so wunderschön, ey! Oh, ja. Das ist wirklich fett. Ich glaube, du musst absteigen und da drüber hüpfen oder so. Ja. Hier ist auf jeden Fall Pferdeverbot. Ups. Ja, hier ist auf jeden Fall Pferdeverbot. Fett. Ich glaube, wir haben 6 noch vor uns, oder 5? Genau. Das heißt, wir könnten morgen, 6. wenn wir noch mal 2 Stunden spielen, du bist dann, glaube ich, nicht da, aber nee, Ede und Nils, falls Ede seine Kinokarten irgendwann von heute verkauft, wird er morgen auch da sein. Und ob wir fünf Kolosse schaffen in 2 Stunden, das wage ich zu bezweifeln. Aber spätestens nächste Woche sind wir dann schon wieder durch. Das geht sehr schnell. Ja. Bin ich hier richtig, Alter? Kann sein.
Doch, das hier in der Mitte, oder? Das könnte schon richtig sein. Also, das sieht aus wie so ein typischer... Den ich gedacht habe, ist nicht hier. Der ist kein Wasser. Ich weiß gar nicht, wie viele Wasserwesen es überhaupt gab. Ich dachte, es gibt nur eins. Ich dachte, es gibt nur den Vogel am Wasser und dann eben eine Wasserschlange. Mhm. Dachte ich jetzt. Deswegen versuche ich auch die ganze Zeit rauszukriegen. Was ist das für eine Kante hier? Das sieht auch komisch aus, ne? Das wäre dann ein Fehler. Als ob du hier nicht raus solltest, aber doch. Guck dir es doch an. Also irgendwas ist hier, aber ich glaube, das fehlt, finde ich. Richtig schöner, fetter Oktopus. Ja. Ein Kraken. Nee. Ich glaube, das hier ist nichts. Ich glaube, das ist... Kann ich irgendwie beten oder sowas? Das ist wie eine Betstelle. Das sieht aber heroisch aus. So kann man ruhig mal stehen bleiben. Lustig, die Kamera geht automatisch hoch. Na gut. Aber warum? Ja, Budi, du musst gehen. Ja. Soll ich vielleicht noch schnell weiterspielen? Ich überlege gerade. Wenn du kannst. Wie lange bist du jetzt hier hingeritten? War das lange? Ich bin sehr, sehr lange. sehr, sehr lange hingeritten. Dann kannst du ja mal kurz. Das Schwert kannst du ja gar nicht hochmachen ohne, genau, ohne Pferd, ohne Licht. Ohne Licht, ja. Eine Frage an die Regie. Wäre denn überhaupt noch Zeit, jetzt kurz noch 10 Minuten weiterzuspielen? Oder wollen wir das beim nächsten Mal machen, weil ihr einen festen Plan habt, den wir nicht zerstören wollen? Andi sitzt schon drüben im Intro und wartet quasi, dass wir fertig werden, weil er will den Chronoblast spielen. Oh, okay, es soll also direkt weitergehen. Nee, da möchten wir nicht jetzt in die Zeit von den anderen reinfressen. Wir bleiben hier, wir lassen ihn einfach hier jetzt mit dem Schwert, mit dem schweren Schwert bis morgen strampeln. Das sieht tatsächlich ein bisschen dumm aus. I don't care. Schauen wir mal. Schwimmschwert. Es ist ein Schwimmschwert. Mach dir keine Sorgen. Ja, das war's. Danke für deine Anwesenheit. Danke. Sorry, dass du morgen nicht kannst. Dann werde ich es wohl ohne dich durchspielen müssen. Ja, das ist dumm. Aber das werde ich morgen wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ist ja nicht schlimm. Mal gucken. War meine Ehre, mit Ihnen gespielt zu haben? Sehr, sehr, sehr wohl. Hoffentlich sehen wir uns jetzt in nächster Zeit nochmal häufiger vor der Kamera. Ja. Ihr seid morgen hoffentlich wieder dabei. Und dann machen wir das Ding. Machen wir den Sack zu. Bis dann. Tschüss.